Diskussionsabend mit Dr. Christoph Spinner, Infektiologe, Oberarzt am Klinikum Rechts der Isar. Ich bin hier zuständig im SUB für die Prävention. Ich leite das Projekt Prävention und mein Name ist Gregor Papadopoulos und ich freue mich umso mehr, Dr. Spinner hier heute zu haben, weil Prävention immer noch ein ganz wichtiges Thema ist, gerade auch hier in der schwulen Szene, in der queeren Szene, ein wichtiges Anliegen. Und es gibt auch gerade in den Testungen, in den Beratungsgesprächen sehr viele Fragen, auch oft ungeklärte Fragen. Und gerade deshalb ist es wichtig, einen Experten hier zu haben. Und ich freue mich sehr, Christoph heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ja, lieber Gregor, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Sehe ich leider nichts mehr, weil wir so ein bisschen geblendet sind, aber gut, wir versuchen es mal. Ich habe mir gedacht, ich mache vielleicht mal so eine kurze halbe Stunde, 20 Minuten einen Impulsvortrag, um einfach mal so ein bisschen leicht verdaulich Aktuelles zu zeigen, was vielleicht auch so in vergangenen Konferenzen diskutiert wurde. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir in so eine Art interaktive Diskussion. Ich freue mich auf Fragen und auch wenn es während dem Vortrag Fragen gibt, gerne gleich direkt unterbrechen. Ist vielleicht immer besser, bevor man sich bis zum Ende aufspart und vergisst. Ich gut. Ich freue mich auf den Vortrag und dann bitte viele Fragen danach. Genau, ich glaube, wir dürfen aufs nächste Slide. Ich habe mir gedacht, vielleicht fangen wir ganz kurz mit einer Übersicht über alle sexuell übertragbaren Erkrankungen an. Man kann eigentlich medizinisch drei wesentliche Gattungen unterscheiden: virale, bakterielle und sonstige, also parasitäre sexuell übertragbare Erkrankungen. Hier gruppiert sind sie anders. Da oben stehen diejenigen, die meldepflichtig sind. HIV ist nicht namentlich meldepflichtig, genauso wie Syphilis. Die Affenpocken wiederum sind namentlich meldepflichtig. Da komme ich später nochmal darauf zurück. Und links stehen dann alle die, die nicht meldepflichtig sind. Und in Deutschland sind praktisch eigentlich nur die oberen drei meldepflichtig. Und rechts sind die viralen und sonstigen Erkrankungen, die auch keine so große Rolle, vor allem nicht bei homo- und bisexuellen Männern spielen. Gut, nächste Folie. Und noch eins weiter. Aber eine der wichtigsten Fragen, die man sich einmal stellen muss bei sexuell übertragbaren Erkrankungen, ist, wie werden sie eigentlich übertragen? Ich glaube, fast jeder hier im Raum weiß, wie HIV übertragen wird. Parenterale Kontakte, also wirklich Kontakt mit Blut. Andere Erkrankungen, wie zum Beispiel die Affenpocken, werden halt sehr viel leichter übertragen, schon beim Küssen. Gerade Chlamydien, Gonokokken, da spielen Schmierinfektionen eine große Rolle. Ich sage mal so ein bisschen illegitim. Eigentlich hat man zumindest in meinem Jahrgang sexuelle Gesundheit gelernt, indem man wusste, das Kondom ist gut und alles andere schlecht. Also so eine wunderschöne Moral-Dichotomisierung, die halt daher kam, dass das HIV, dass das Kondom vor HIV schützte und gleichzeitig das Risiko aller anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen verringert wurde. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass das Risiko bei Null war. Dann kam irgendwann die PrEP auf. Ich will dem auch gleich noch mal so ein paar Gedanken widmen. Dann war natürlich dieses sexuelle Wertekonstrukt total im Eimer, weil plötzlich konnten auch Menschen kondomlosen Sex haben, die nicht sofort HIV bekamen, also Gottesstrafe direkt. Ja, das also so dichotomisiert und emotional überladen ist, das ist ja auch manchmal in den Diskussionen, auch in der Szene, da wundere ich mich dann immer so ein bisschen, weil grundsätzlich sehe ich mich auch, wenn ich mit meinen Patientinnen und Patienten als Arzt spreche, immer in der Situation des Beraters. Mir ist wichtig, dass Sie ihr wisst, wie werden sexuell übertragbare Erkrankungen übertragen. Wann spielen Sexualpraktiken eben eine größere Rolle und wann spielen sie halt auch keine Rolle. Schönes Beispiel ist Küssen und HIV. Wissen wir heute, spielt überhaupt keine Rolle. In den ersten Tagen, als die ersten AIDS-Fälle aufkamen, war das natürlich noch ganz anders. Gut. Widmen wir uns der PrEP auf der nächsten Folie. Dass HIV-PrEP gigantische Erfolge in der Prävention erzielt hat, ist unstrittig. Das ist das Beispiel, das zeige ich gerne aus London. Die Dean Street 56 sieht aus von außen wie so ein Friseursalon. Ist vielleicht die Weiterentwicklung des Subs, ich sage es mal so. Also man kann da reinlaufen ohne Termin. Früher, bis zur Pandemie, inzwischen braucht man auch einen und konnte quasi sexuell übertragbare Check-ups, also Check-ups auf sexuell übertragbare Erkrankungen bekommen, einschließlich HIV. Und was man da oben sieht, ist schon eine beeindruckende Einrichtung in Schwarz. Die machen etwa 7000 HIV-Teste im Monat.
Das ist eine ganz schöne Menge und haben früher so ungefähr 70 Diagnosen, also vor 2015 identifiziert an HIV-Erkrankung oder neue Diagnosen. Dann hat man vereinfachten Zugang zur PrEP gemacht, das ist diese erste Linie, die man da sieht, hat dann später noch so ein verfrühtes Zugangsprogramm für antiretrovirale Therapie gemacht, hat das auch ein bisschen mit weiteren Interventionen, Aufklärungen, verbesserten Testkampagnen kombiniert. Und was man eigentlich schön sehen konnte, ist, die HIV-Null-Diagnosezahlen sind merklich zurückgegangen, weil es halt hier gelungen ist, in einer sehr klaren Zielgruppe, vor allem homo-bisexueller Männer, in einer sehr entwickelten Region Londons ein gutes Angebot zu machen, um sexuelle Gesundheit proaktiv in die Hände der betroffenen Menschen zu geben. Und das war am Ende auch eigentlich die wissenschaftliche Grundlage, nachdem wir wussten, PrEP funktioniert auch wirklich im echten Leben, dass sich auch der deutsche Gesetzgeber sicher nicht ganz zufällig mit der Hilfe Jens Spahns, seines schwulen Gesundheitsministers, am Ende dafür entschieden hat, die PrEP auch in Deutschland durch eine einmalige Ausnahme des Gesetzes in der Prävention möglich zu machen. Denn man muss wissen, in Deutschland ist Prävention, ist ein bisschen absurd, keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir behandeln nämlich nur Erkrankungen, die werden auch erstattet, aber Prävention nicht. Das ist hier eine der ersten Ausnahmen gewesen. Bei Covid haben wir es jetzt nochmal gesehen. Aber es heißt immer, der Gesetzgeber muss es aktiv wollen. Das war ein ziemlich komplexes Unterfangen. Gut, gehen wir auf die nächste Folie. Wenn wir jetzt wissen, PrEP funktioniert, dann war eine der mantraartig geführten Diskussionen, die ich als junger Assistent und auch als schwuler Mann immer wieder erlebt habe, ja gut, also wir wissen, die HIV-Therapie schützt vor Übertragung, aber wenn sexuell übertragbare Erkrankungen da sind, dann besteht immer noch ein erhöhtes Risiko der Übertragung für bakterielle sexuell übertragbare Erkrankungen. Stimmt nicht, das wissen wir heute, das hat diese PARTNERS-2-Studie da gezeigt, die ist inzwischen auch schon 5 Jahre alt, aber ich zeige es dir trotzdem nochmal, was da dargestellt ist. Man hat serodiskordante Paare, also Paare, wo einer der Partner mit HIV lebt und einer eben ohne HIV lebt, befragt. Man hat ihnen alle 3 Monate einen Tester angeboten, hat ihnen kostenfreie Kondome angeboten, hat sie dann gefragt, hatten sie kondomlosen Sex, wie häufig hatten sie kondomlosen Sex, wie häufig mit dem Partner oder sonst wem. Und hat dann gleichzeitig geguckt, ob sexuell übertragbare Erkrankungen vorliegen. Und man sieht eigentlich, es ist vollkommen egal, was für Sexualpräferenzen, ob jetzt anal, oral Verkehr praktiziert wurde, ob das rezeptiv oder aktiv war, also aktiv und passiv, ob da jetzt eine sexuell übertragbare Erkrankung dabei war oder nicht. Das ist dieser letzte Balken. Es kam bei über 77.000 Sexualkontakten zu keiner einzigen HIV-Übertragung. Deswegen, also eines wissen wir heute sicher. Das Risiko einer HIV-Übertragung bei gleichzeitig anwesenden sexuell übertragbaren Erkrankungen ist nicht erhöht, solange die HIV-Therapie funktioniert. Gut. Es gab übrigens Infektionen da in dieser Studie, allerdings nicht vom Partner, so wie das halt so im echten Leben auch ist, sondern hat dann nicht nur mit dem Partnerverkehr. Gut, nächste Folie. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Ausblick, weil ich habe ja versprochen 2.0. Ich wollte nicht nur 5 Jahre alte Studien zeigen, aber ich glaube, man muss ein bisschen wissen, von wo kommt man. Wir haben heute wirklich Gigantisches erreicht in der Prävention. Für uns als homo- und bisexuelle Männer, muss man sagen, ist mit der generischen Truvada-Variante sehr viel erreicht. Es ist eine kostengünstige Präventionsvariante, die zwischen 40 und 70 Euro pro Monat kostet, also reines Arzneimittel. Das war auch der einzige Grund, weshalb wir den Gesetzgeber am Ende überzeugen konnten, diese Prävention möglich zu machen. Wir haben gleichzeitig mittlerweile in den Vereinigten Staaten, das zeige ich gleich, auch die erste injizierbare PrEP zur Verfügung, also Cabotegravir, eine neue Substanz der HIV-Therapie, die nur noch alle 8 Wochen gespritzt wird. Ich sage es gleich, wir werden die in Deutschland wahrscheinlich nicht sehen, obwohl der pharmazeutische Unternehmer bereits Zulassungsantrag gestellt hat mit Apetut, das heißt das Präparat. Wir werden es einfach deswegen nicht sehen, weil die Erstattungsbedingungen das in Deutschland nicht regelhaft hergeben werden. Außer der Gesetzgeber möchte das. Da können wir vielleicht später nochmal drauf sprechen. Trotzdem haben wir auch schon einen Patienten auf diesem Präparat, für den es keine anderen Alternativen mehr gibt. Es gibt nämlich durchaus auch Gründe, weshalb generisches Truvada halt nicht immer richtig funktioniert. Für Frauen, gerade in Afrika, wo die Einnahme von Tabletten ein Problem ist, ich zeige das nachher, es hat Cabotegravir entscheidende Vorteile und man darf nicht nur vergessen, bei uns sind natürlich vor allem homo- und bisexuelle Männer von HIV betroffen, global sind es vor allem heterosexuelle Frauen. Deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass auch andere Ansätze von Intravaginalringen bis hin zu irgendwelchen Patches oder Vaginalgelen, Vaginalfilmen quasi analog zu weiblichen Kondomen erprobt werden.
Was immer nicht so gut funktioniert, das ist da auf der linken Seite, also Beschneidungsprogramme spielen bei uns keine Rolle, obwohl man durch Beschneidungsprogramme das HIV-Infektionsrisiko reduzieren kann. Das ist vor allem in ressourcenlimitierten Settings wie Afrika ganz entscheidend. Und gut, ich sage mal, die Klostermethode der Enthaltsamkeit würde auch vor Infektionen schützen, aber es funktioniert halt nicht an der katholischen Kirche, aber das, glaube ich, weiß auch jeder. Gut, können wir vielleicht noch mal eine Folie weitergehen. Ich wollte einmal ganz kurz, so nicht wundern, also ich habe nicht so viele Datenslides dabei. Ich zeige einmal kurz, wie macht man so Studien. Wenn man jetzt wissen will, funktioniert Cabotegravir eigentlich besser als die heute vorhandene Therapie, dann guckt man sich einmal hier an, untersucht, sind Männer, die Sex mit Männern haben und Transgender Women, also Transgender Personen. Man hat sich dann, da gibt es ein paar Bedingungen, die erfüllt sein müssen, 4600 Menschen, das ist eine ganz schön ordentliche Zahl. Dann hat man die entsprechend durch einen Zufallsgenerator gelassen und gesagt, also entweder ihr kriegt quasi die Truvada-Variante, was heute Standard oder Standard of Care wäre, oder sie kriegen alle 8 Wochen die injizierbare Variante von Cabotegravir. Die mussten hier erstmal oral anfangen, danach hat man sie entsprechend geswitcht, das machen wir heute nicht mehr, das war in den frühen Zeiten der Substanz, wo man noch nicht wusste, gibt es allergische Reaktionen, man hatte Angst, man spritzt jemand was und das bleibt dann 2 Monate im Körper und man weiß heute, das braucht es nicht, deswegen machen wir es auch nicht mehr. Da hat man die Menschen quasi nachverfolgt für ein Jahr und hat halt geguckt, wie wahrscheinlich kommt es denn da zu Infektionen? Und das Überraschende war, was man hier gesehen hat, dass die Variante, die Schutzvariante mit Cabotegravir sogar überlegen ist im Vergleich zur Einnahme mit dem generischen Truvada. Warum ist das so? Arzneimittel schützen halt nur, wenn man sie nimmt. Und in der ersten PrEP-Studie war, glaube ich, die durchschnittliche Adherenz bei 4 oder 43%. Also nicht mal jeden zweiten Tag wurden die Arzneimittel eingenommen. Das mag jetzt, glaube ich, für gut sortierte Menschen keine so große Rolle spielen, aber man darf immer nicht vergessen, es gibt Menschen in ganz unterschiedlichen Settings, die unter Risiko einer HIV-Infektion sind und das auch für sich attribuieren und erkennen müssen. Und deswegen bietet natürlich so eine Injektionsspritze alle 2 Monate einen Vorteil, vor allem, wenn es in der Studie läuft, wo dahinter Menschen sind, die sagen, Achtung, du müsstest jetzt zum Termin kommen. Und wenn der nicht kommt oder die Person, dann wird halt da täglich angerufen und so, wie das auch bei uns ist. Es ist einfach ein anderes Setting. Vielleicht gehen wir trotzdem Einzelheit weiter. Man weiß also, das funktioniert, aber das Problem ist leider, das ist so eine der Nachanalysen, man hat sich da mal angeguckt, wann kam es denn eigentlich zu Infektionen? Wir haben auch schon Infektionen bei uns unter generischem Truvada gesehen, tatsächlich wenige. Alle, die ich gesehen habe, immer unter anlassbezogener Einnahme. Und das ist nicht, weil die anlassbezogene Einnahme nicht funktioniert, sondern weil man zu dem Zeitpunkt des Sexes halt wissen muss, bin ich jetzt im Schutzfenster oder nicht. Also habe ich 2 bis 24 Stunden angefangen. Es reicht nicht, Verkehr zu haben und 2 bis 24 Stunden danach eine Tablette oder 2 einzunehmen. Darin liegt die Krux. Also deswegen sage ich auch immer, wer halt sein Sexleben gut planen kann und weiß, ich fahre über Ostern zur Snacks nach Berlin, da mag die anlassbezogene Variante gehen. Diejenigen, die sagen, ich bin eher so der spontane Typ und gehe heute Abend raus und suche mir mein nächstes Grinder-Date, weil ich gerade Lust drauf habe, für die würde ich immer sagen, ist nicht zu Recht die gute Variante. Jetzt eines sehe ich tatsächlich ein bisschen mit Sorge unter dieser neuen Cabotegravir-PrEP, also dieser injizierbaren Therapie alle 2 Monate. Wir wissen, das funktioniert besser als generisches Truvada, also numerisch treten weniger Infektionen auf, aber die, die auftreten, treten halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf, eben nicht mehr nur am Anfang, das ist die X-Achse, die Zeitachse, sondern zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten. Und das Problem ist, fast alle, die hier sich infiziert haben, haben virologisches Versagen mit Integraseresistenz entwickelt. Warum ist das ein Problem? Weil heute sind alle Erstlinien HIV-Therapeutika Integraseresistenzen. Was das genau bedeutet in der Praxis, das kann ich heute noch nicht sagen. Ich erinnere mich gut, als wir über die PrEP-Einführung diskutiert haben. Ich war ja bekanntermaßen jemand, der sehr früh für die PrEP-Einführung geworben hat. Und erinnere mich gut an die Diskussion mit vielen Kollegen, Kolleginnen der HIV-Medizin, die gesagt haben, um Gottes Willen, ihr seid verrückt, wir werden viele Resistenzen sehen und so. Wir haben es nie gesehen. Die Substanzen sind trotzdem völlig unterschiedlich und Cabotegravir bleibt sehr lange im Körper. Das heißt also auch noch weit über die 2 Monate, die es tatsächlich wirkt. Das ist an sich nicht schlimm, aber es entstehen dann halt subtherapeutische Spiegel. Das heißt, nicht mehr genug Wirkstoff für den Schutz im Körper. Wer sich dann infiziert, der hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Resistenzen entstehen. Und die können halt auch übertragen werden. Was das jetzt am Ende heißt, ich kann es heute nicht sagen. Wir werden es im Auge behalten. Dazu laufen auch viele Studien.
Dieses Setting spielt vor allem im Moment in Afrika und ressourcenlimitierten Settings eine große Rolle. In den USA ist die Möglichkeit vorhanden oder kann genutzt werden. Bei uns, wie gesagt, gibt es die Substanz der HIV-Therapie. Sie hat aber keine Zulassung zur Prävention. Theoretisch wäre es machbar, aber es müsste halt jemand bezahlen. Kostet ungefähr 1.000 Euro je Injektion. Gut, dann gehen wir mal weiter. Am besten wäre es natürlich, man hätte so eine Impfung, und wer im Moment die Zeitung gut liest, der kann lesen, dass nicht nur Moderna, sondern auch andere pharmazeutische Unternehmer ihre mRNA-Vakzinplattformen so angepasst haben, dass sie auch untersuchen, ob nicht eine mRNA-basierte Impfung gegen HIV möglich ist. Das wäre schön. Ich persönlich bin maximal pessimistisch, ich muss es leider so sagen, und zwar warum? Das Problem wäre, es ist so ähnlich wie bei Corona, die Impfungen müssten ja gegen eine Infektion schützen. Bei Atemwegserkrankungen geht es nicht, das haben wir dann recht rasch gelernt, ne? Da muss ich mich selbst einschließen. Wir hätten nicht am Anfang so stark auf die Infektionsvermeidung in der Kommunikation setzen dürfen, sondern hätten klarer sagen müssen, es geht um den Schutz vor schwerer Erkrankungen. Das funktioniert bei HIV nicht, wir bräuchten immer einen Schutz vor Infektionen. HIV selbst ist ein sehr mutagenes Virus, das heißt, verändert seine Oberfläche und x-faches häufiger als SARS-CoV-2. Es gibt zwar sogenannte stabil neutralisierende Antikörper, also das sind solche, die quasi über verschiedene Individuen und Virustypen hinweg schützen, aber so als Faustregel, damit erreicht man so Schutzraten um 60%. Wenn ich jetzt sagen würde, die PrEP schützt zu 60%, ich weiß nicht, wie viele hier im Raum dann sagen würden, das reicht, ich verzichte aufs Kondom. Also mal gucken, die Studien laufen. Ich wäre ja ganz froh, wenn ich mich irre. Gut, dann gehen wir mal noch eins weiter. Nach diesem kleinen Exkurs über die PrEP, es gibt da sonst tatsächlich im Moment nicht so viel Neues, außer viel Hoffnung, wollte ich mich nochmal ganz kurz bakteriellen Erkrankungen widmen. Und das ist ein Slide, ist schon relativ alt, fast 10 Jahre, geändert hat sich aber nichts. Bakterielle sexuell übertragbare Erkrankungen gehören zu den wesentlichsten Global Burden of Diseases, also Hauptverursacher von weltweiter Gesundheitslast. Wenn man sich das mal vorstellt, 360 Millionen neue Fälle behandelbarer sexuell übertragbarer, alleine bakterieller Infektionen pro Jahr, schon vor 10 Jahren. Das ist echt eine ganz schöne Menge. Und die Chlamydiosen, also Chlamydia trachomatis, gehört einfach mit 131 Millionen zu Platz 1. Deswegen, wer schon mal eine STI hatte, hatte am wahrscheinlichsten in jedem Fall schon mal Chlamydien, gefolgt von Gonokokken und Syphilis. Das verteilt sich dann geografisch etwas anders. Also das C in der Landkarte steht E für Chlamydien, G für Gonorrhoe, S für Syphilis und T Trichomonaden. Die spielen bei Männern, die Sex mit Männern haben, keine Rolle. Das ist so ein Parasit, der sich sehr wohl in den weiblichen Geschlechtsorganen fühlt. Wir haben in Deutschland mal in so einer Verprobungsstudie in 1000 Fällen eine einzige Infektion gesehen. Also spielt praktisch keine Rolle. Gut, gucken wir uns jetzt mal im Einzelnen an auf der nächsten Folie. Man kann das nämlich auch noch mal so ein bisschen anders darstellen, wenn einen interessiert, wo sind denn die meisten sexuell übertragbaren Erkrankungen. Jetzt sehen wir da in Europa, sehen wir eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ne? Hier sind die Erkrankungen etwas anders farblich dargestellt. Man muss natürlich so fair sein und sagen, ja, wir haben in Europa eine relativ gute und niedrige Inzidenz an sexuell übertragbaren Erkrankungen. Das trifft aber leider nicht auf die Gruppe derer zu, also Männer, die Sex mit Männern haben. Am Ende ist eine Frage der Numerik, wer viele, oder der Statistik, wer viele Sexualpartner hat, hat natürlich auch ein höheres Risiko. Und ich habe mal gelernt, ich glaube, der durchschnittliche Deutsche hat 7 Sexualpartner, wenn ich es weiß, Lifetime. Gut, also dann eins weiter. Genau. Also deswegen, es wundert dann auch nicht, wenn man sich das mal wirklich nochmal, seit der Pandemie sei jetzt jeder mit Inzidenzen vertraut, deswegen habe ich mir mal erlaubt, diese beiden Darstellungen herauszuziehen. Quarks ist also eine schöne Wissenschaftsredaktion in der ARD, die es sehr eindrucksvoll darstellt. Man erinnere sich noch an die 50er-Inzidenz, da ging es immer 50 neue Erkrankungen pro 100.000. Ne? Also die Chlamydien liegen bei 150, da hätte es schon lange Ausgangssperre gegeben am Anfang. Und gefolgt halt von Gonorrhoe, Syphilis und Hepatitis. Für HIV muss man sagen, die Zahlen sind, glaube ich, aus 2018 oder so. Es hat sich nicht wesentlich geändert. Es geht mir nur mal darum, so ein Gefühl zu vermitteln, wie häufig ist sowas. Und ich meine, 150 pro 100.000 Einwohner ist es auch nicht super selten. Ne? Deswegen
wundert es jetzt auch nicht. Ist völlig egal, ob man in die europäischen Seuchenschutzberichte oder die amerikanischen guckt. Wir verzeichnen seit Jahren stabil steigende Raten neuer sexuell übertragbarer Erkrankungen. Ich persönlich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass wir eben zuvor sehr viel STI-Prävention über Angst durch Tod durch AIDS und HIV gemacht haben. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, diese totale moralische Überhöhung des Kondoms und Wertedichotonisierung führt dann dazu, dass man überhaupt keine Diskussion mehr darüber führen kann, welche Möglichkeiten des selbstbestimmten Schutzes es gibt. Ich will ja gar nicht sagen, dass das Kondom keinen Wert hätte, aber es ist halt nur eines von vielen Instrumenten. Und darüber muss man sich so ein bisschen im Klaren sein. Für mich gehört halt auch dazu, transparente Aufklärung zu betreiben. Dann muss am Ende jeder selbst entscheiden, wie er mit seinem Körper umgehen möchte und welches Risiko er eingehen möchte. Nächste Folie. Das ist mal so eine Übersicht, wie sie wahrscheinlich im Lehrbuch stehen könnte. Aber ich finde sie ganz gut, um nochmal so ein bisschen zu vergegenwärtigen, was machen diese Erkrankungen und wie sind die Inkubationszeiten? Warum ist das so wichtig? Weil wer jetzt am Wochenende in Berlin war, wann war denn da Ostern eigentlich vorletzte Woche? Gut, der kann jetzt schon keine Tripper mehr haben, wahrscheinlich, weil, also dass man Tripper erst nach 14 Tagen kriegt, ist einfach sehr selten. Typischerweise ist es schon nach ein, zwei Tagen danach, macht so ein Tripper, also eine Serie gonorrhoe Probleme. Der kann alles Mögliche machen, ne? Bis hin zur fieberhaften Allgemeinerkrankung. Erinnere ich mich mal an einen armen jungen Mann, ne? Der für sich, glaube ich, die Sexualität neu entdeckt hat, kein wahnsinniges Glück mit seinen Ärzten hatten und dann tatsächlich Fieber aufgrund einer systemischen Gonokokkeninfektion hatte. Das war das erste und einzige Mal, dass ich das gesehen habe. Während bei den Chlamydiosen muss man sagen, gut, da wäre jetzt wahrscheinlich so ein ganz guter Zeitpunkt, ein, zwei, drei Wochen nach dem Kontakt, dass allgemeine Symptome auftreten, wie zum Beispiel ein Patient, der mich heute kontaktiert hat, der sei heute Nacht in der Notaufnahme gewesen mit Unterbauchschmerzen. Klar, das zufällig kam dann der zuvor entnommene Abstrich und sagte eine Chlamydieninfektion. Natürlich können die richtig fiese Enddarmentzündungen machen. Man kann da richtig fies, so blutig-schleimige Durchfallerkrankungen haben. Und die Schwierigkeit ist, jetzt bin ich ja nun nicht nur Infektiologe, sondern vor allem spezialisiert auch auf sexuell übertragbare Erkrankungen im Kontext homo- und bisexueller Männer. Wenn man jetzt da in Behandlungseinrichtungen geht, die sowas nicht täglich sehen, die denken da nicht primär dran. Ne? Wir haben einfach, es gibt auch in der Medizin so einfache Sätze, häufiges ist häufig, das stimmt auch. Und in meiner Praxis sind andere Dinge häufig als in der heterosexuellen Allgemeinmedizinpraxis. Das muss man alles wissen, weil das heißt halt auch, wenn man jetzt mit einem Beschwerdebild in die Notaufnahme geht, da wird keiner im ersten Schritt einen Abstrich auf sexuell übertragbare Erkrankungen machen, außer man gibt gezielte Hinweise. Ich bin ein homo- und bisexueller Mann, ich war in hier und dort und selbst dann ist immer noch die Frage, kann man das nachts alles machen, also sind die richtigen Abstriche da und so. Deswegen kann immer nur so ein bisschen appellieren, sage ich auch unseren Patientinnen und Patienten immer, am besten geht man halt in seine Schwerpunktbehandlungseinrichtung, weil die kennt so ein bisschen am ehesten das Profil, weiß, wonach man gerade so schauen muss. Wir wissen auch, wann bestimmte Erkrankungen zirkulieren. Ne? Das ist immer so ein bisschen ein Team. Manchmal gibt es Syphilis-Wochen, da wissen wir einfach, es kommen jede Woche 3-4 Patienten pro Tag. Und dann muss man da halt ein bisschen anders gucken und noch intensiver drauf gucken, als wir es normal eh schon tun. Als Faustregel gilt eigentlich, diese schleimhautübertragbaren Erkrankungen, Chlamydien, Gonokokken, das sind Schmierinfektionen, also die machen meist Infektionen am Ort des Geschehnisses. Wer schon mal einen Herpes hatte, der wusste, Herpes ist ein bisschen was anderes als Chlamydien, macht so eine schmerzhaft eher ulzerierend, also so narbige Erkrankung. Und gut, die Syphilis gilt auch unter Medizinern als Chamäleon der Medizin, die kann wirklich alles machen. Ich erinnere mich gut an den Fall, da war ich junger Assistent eines bewusstlosen Patienten, der am Ende eine Hirnanhangsdrüsenentzündung hatte, die per se schon super selten ist, und zwar durch eine unbehandelte Syphilisinfektion. Sowas kann halt immer passieren, man muss da dran denken, ne? Man muss dann auch das Glück haben, dass sich damit jemand befasst und dran denkt an diese Differentialdiagnosen. Deswegen, wer vielleicht nicht zu seinem Hausbehandler will und denkt, da stimmt was nicht, der kann dann ja auch in eine andere Behandlungseinrichtung gehen. Auch gewissen STI-Tourismus kenne ich unter Münchner Patienten. Das ist auch völlig okay. Ja? Also unser Ansatz ist ja sehr niederschwellig zu behandeln. Aber ich will nur so ein bisschen dafür sensibilisieren. Viele sexuell übertragbare Erkrankungen können Beschwerdebilder machen, die man so im ersten Blick gar nicht mit einer sexuell übertragbaren Erkrankung verbindet. Gut.
Ja, ich will vielleicht einmal zeigen, wie denn so die Verteilung ist von sexuell übertragbaren Erkrankungen punkto asymptomatische Träger, also Carrier. Wir haben zusammen mit Kollegen Noe und ein paar anderen HIV-Praxen in Deutschland einfach mal 300 Leute willkürlich ausgewählt, die keine Symptome sexuell übertragbarer Erkrankungen haben durften, haben nochmal geguckt, wie häufig sind denn Besiedlungen. Immerhin 8%, also fast jeder Zehnte, jeder Zwölfte war besiedelt in unserer Arbeit. Die meisten davon anorektal, spricht dafür, dass wir sehr gut das Kollektiv der MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben, ausgewählt haben. Oropharyngeal, das ist im Rachen etwa 2% und eine sehr, sehr niedrige Uretrale, also Besiedlung in der Harnröhre. Wofür spricht das? Meist macht eine Harnröhrenentzündung halt Symptome beim Mann. Aber die anorektale Besiedlung, die kommt doch häufig vor. Immerhin fast 14% waren synchron mit Chlamydien und Gonokokken besiedelt. Wenn man dann guckt, was wurde so berichtet als Risikofaktoren, dann ist eine lange vorbestehende HIV-Infektion wahrscheinlich aber eher als Indikator gewissen Sexualverhaltens. Genauso wundert es dann nicht, dass der Poppers-Gebrauch oder über 20 Partner in 6 Monaten auftaucht. Wir sind wieder zurück bei der Statistik. Klar, je mehr Sexualpartner ich habe, desto wahrscheinlicher ist halt auch eine sexuell übertragbare Erkrankung. Gut, gehen wir mal eine Folie weiter. Ich habe dann gleich auch mal ein paar Bilder mitgebracht, erst aus dem Lehrbuch und dann später aus der Klinik. Was mir nochmal wichtig ist, ist auf die Sonderform der Chlamydiose hinzuweisen, die sogenannte Lymphogranuloma-Venerum-Erkrankung. LGV heißt, wird es auch häufig abgekürzt, das ist ein sogenanntes besonderes Serovar der Chlamydien. Wir sagen, es ist virulenter, also es kann mehr krank machen als andere Serovare. Es wird gerade rektal häufig übersehen, weil es geht mit so schmerzhaften, einschmelzenden Lymphknotenschwellungen einher und kann auch so richtig ulcerieren, also so eher krustig-narbige Erkrankungen machen. Wenn man das nicht behandelt, ist es wirklich extrem schmerzhaft, brechen diese Lymphknoten auch irgendwann nach außen auf, also entleeren den Eiter nach außen. Das ist, gerade wenn es im Enddarm ist, also anorektal, sieht man diese Lymphknoten halt nicht. Ein gewisses Problem, weil man muss die anders und länger behandeln. Und wenn man rechts die Meldekurve des ECDCs anschaut, ne, dann sieht man eines ganz klar, die Anzahl der Fälle nimmt kontinuierlich zu. Also wer im Kontext des Harnröhrenbrennens mal so sehr große Lymphknoten da in der Leiste hat, der möge sich an LGV erinnern. Gut, gehen wir noch eine weiter. Chlamydien werden eigentlich immer, das zeige ich nur einmal exemplarisch, genauso wie Gonokokken durch Abstrichdiagnostik diagnostiziert. Man kann die nicht im Blut nachweisen. Es gibt sogenannte Antikörperuntersuchungen im Blut, die gelten als die Top 10 der nicht durchzuführenden Untersuchungen der Infektiologie. Ich weiß, sie werden manchmal trotzdem gemacht, aber haben überhaupt keinen Wert, weil sie nicht sicher sagen können, ob eine Infektion vorliegt. Wir machen in der Regel einen sogenannten molekularbiologischen Erregernachweis. Seit der Pandemie weiß jeder, was eine PCR ist. Genauso was ist es ja auch. Das kann man aus dem Urin oder dem Abstrich machen. Warum? Wenn man das im Urin macht, ist das halt sehr verdünnt. Deswegen sagt man eigentlich, sollte man da den sogenannten Erststrahlurin nehmen. Also morgens, wenn man aufwacht, müsste man schon einen Becher haben und mit dem zum Arzt gehen, um die beste diagnostische Güte zu haben. Wir machen meist die weniger nette Variante des Harnröhrenabstrichs. Das gefällt nur manchen Patienten. Ich sage immer, es gibt ja für alles Vorlieben. Ne? Also wer richtig Symptome hat, der wird meist auch diagnostiziert. Aber man muss immer wissen, in der Medizin hat nichts 100%. Ne? Auch ein negativer Abstrich heißt nicht, es liegt sicher keine Infektion vor, sondern wahrscheinlich liegt halt keine vor. Genau, am Ende wird behandelt, Mittel der ersten Wahl ist Doxycyclin. Warum setzen wir Azithromycin nicht mehr gerne ein? Ich habe es da unten gezeigt, es gibt eine große Studie, die zeigt halt, bei Azithromycin sprechen nur 97%, bei Doxycyclin 100% an. Jetzt kann man sagen, ist ja gar nicht viel Unterschied, doch statistisch signifikant, sogar messbar, macht halt bei 1000 Leuten, machen 3% wirklich was aus, sind halt am Ende 30 Leute. Deswegen ist Erstlinientherapeutikum der Wahl immer Doxycyclin. Das Blöde bei Doxys, wer es schon mal genommen hat, weiß das, macht meistens ziemlich Magenschmerzen. Man muss 4 Stunden Abstand zu Milchprodukten einhalten, weil sonst bildet es einen schwer löslichen Komplex und wird dann nicht aufgenommen, wirkt also nicht. Das sind alle so kleine Pitfalls oder Stolpersteine, die man wissen muss und die die Ärzte normalerweise auch aufs Rezept schreiben. Gut, gehen wir mal noch eine Folie weiter. Beim Tripper ist so, das will ich ganz kurz machen, der wird gleich diagnostiziert. Wer mal einen hatte, der kennt es auch. Also Tripper heißt deshalb Tripper wegen des eitrigen Ausflusses aus der Harnröhre.
Und das ist wirklich ganz schön unangenehm. Also wenn es gescheit entzündet ist, dann kann man auch mal auf dem Weg zum Arzt die ganze Unterhose da durchfüllen. Deswegen sehe ich gelegentlich auch mal Menschen dann mit Glassichtfolien und anderen Behelfsdingen in der Unterhose. Ist einfach wirklich lästig. Ne? Muss man halt früh genug behandeln. Je länger man wartet, desto schwieriger wird es. Gonokokken haben so Mechanismen, um sich der natürlichen Immunität zu entziehen. Also unsere Antikörper wirken da nicht richtig gut. Wird heute immer mit intravenösen Infusionen behandelt, Ceftriaxon. Man kann das auch in den Muskel spritzen, das geht auch, weil es keine oral wirksamen Substanzen mehr gibt, die sicher wirken in Deutschland. Wir führen unter anderem eine Studie durch, das zeige ich gleich, zu neuen, einer völlig neuen Antibiotika-Wirkstoffklasse, wo wir eben genau wissen wollen, können wir nicht doch wieder ein orales Antibiotikum finden. Da habe ich gerade auf dem Weg hierher die E-Mail gekriegt, dass jetzt der Zulassungserweiterungsantrag gestellt wird, weil die Studie entsprechend Wirksamkeit tatsächlich nachgewiesen hat, was gut ist. Aber was mir wichtig ist, also wer hier aus diesem Raum zum Arzt geht und Cefixim verschrieben kriegt, der darf dem Arzt ruhig sagen, das wirkt einfach nicht. Warum nicht? Oralcephalosporine, das ist diese Wirkstoffklasse, werden zu unter 30% aufgenommen. Das heißt, man erreicht damit überhaupt keine wirksamen Arzneimittelspiegel. Deswegen, also wir haben sie aus der Hausliste verbannt bei uns in der Klinik. Das ist einfach eine sinnlose Antibiotika-Klasse, die muss man immer infundieren. Und zum Zweiten haben wir leider so viele Resistenzen inzwischen dagegen, dass das nicht funktioniert. Ein schönes Beispiel war so ein junger Thailand-Rückkehrer oder Südostasien-Rückkehrer, ich weiß gar nicht, ob doch Indonesien, kein schwuler Mann, heterosexuell Anfang der 20er, kam zurück, hatte offensichtlich eine Tripper, war vom Urologen auch korrekt diagnostiziert, hatte zuerst Ciprofloxacin, das sind so Fluorchinolone, und danach hat sie Azithromycin gekriegt, beides Mal ging es nicht weg. Der hat am Ende sogar eine Ceftriaxon-resistente Infektion. Sehen wir ganz selten, gibt es praktisch nur in Südostasien. Deswegen, wer da mal Urlaub macht und danach einen Tripper hat, und das geht auch mit Ceftriaxon nicht weg, der weiß, aha, er gehört zu den ganz Seltenen. Zum Glück gibt es das bei uns noch selten, weil dann gibt es nur noch ein, zwei Antibiotika-Klassen, mit denen wir uns behelfen können. So war es auch in seinem Fall, konnten wir dann gut sanieren. Ist aber natürlich doppelt ärgerlich. Ne? Also erstens sowieso nicht leitliniengerecht behandelt und zweitens dann mit einer hohen Resistenzrate schon offensichtlich im Land erworben, vorstellig geworden. Gut, bei Gonokokken muss man übrigens niemals eigentlich danach testen, ob die Infektion weg ist, wenn sie symptomatisch war, weil es gibt in Deutschland bislang keine endogenen Ceftriaxon-resistenten Stämme, nennenswerte Anzahl. Bei Chlamydien ist immer ein bisschen was anders. Da sollte man schon testen, ob die Infektion danach weg ist. Weil wir aber heute so hochempfindliche Methoden einsetzen, heißt das auch, man sollte am besten 3 Wochen mindestens warten. Wir warten in der Regel 6 bis 12, weil die Dinger sind so empfindlich, dass sie auch noch totes Erbmaterial nachweisen. Das ist genauso wie beim Corona-Abstrich, wir erinnern uns. Ne? Also keine Symptome mehr, Abstrich immer noch positiv. Saß man dann ewig in Quarantäne zu Hause und durfte dann nicht raus. Diese Verfahren weisen keine infektionsfähigen Erreger, sondern Erbmaterial nach. Gut. Nächste Folie, wir sind auch bald durch. Ich wollte nur auf dieses Problem der Resistenzbildung bei Gonokokken nochmal raus. Also ich hatte ja gerade davon gesprochen, Ciprofloxacin, ne, das ist eh nicht das Richtige, weil da hatten wir schon 2012 Resistenzraten um 80%. Also 4 von 5 Fälle kann man da nicht mehr erfolgreich behandeln. Ceftriaxon, das ist da ganz unten, haben wir zum Glück praktisch keine Resistenz. Nach wie vor nicht, das ist erfreulich. Damit haben wir eigentlich die Gonokokken gut im Griff, wenn man sie entsprechend erkennt. Eine Infusion, der Erreger ist ziemlich empfindlich und weg ist es. Dann kommen wir direkt zur nächsten Folie. Ein Blick noch auf die Syphilis. Da will ich so ein paar Zahlen zeigen. Also das Ding hier ist eine Inzidenzkarte. Wenn man sich das anschaut, ist die Inzidenz relativ klar verteilt. Eigentlich nur in den großen Städten Berlin, Hamburg, München, Köln und das Rhein-Main-Gebiet sieht man entsprechend in nennenswerter Anzahl höhere Anzahlen gemeldeter Syphilis-Infektionen. Klar, warum ist das so? Weil da halt die MSM-Community ist. Syphilis ist schon primär auch eine Erkrankung homo- und bisexueller Männer. Guckt man sich diese Kurve an, das sind Zahlen von 21, geht es seit Jahren steil nach oben und ganz rechts ist die europäische Einordnung. Deutschland ist dieser, also in der Mitte, dieser markierte Balken, das ist der europäische Durchschnitt. Deutschland rangiert stabil unter den Top 5. Okay. Können wir auf die nächste Folie. Syphilis, hatte ich ja schon gesagt, ist so ein Chamäleon der Medizin. Kann praktisch alles machen. Deswegen wollte ich jetzt eine
eigene Folie der vor kurzem erschienenen Arbeit der Doxycyclin-PEP widmen. Ich glaube, der ein oder andere hat sicher gelesen. Wir haben sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen proaktiv vermarktet. Es gab Jean-Michel Molina, mein Kollege aus Frankreich, hat nicht nur früh PrEP-Studien für HIV-Prävention durchgeführt, sondern hat sich vor allem auch der Frage gewidmet, kann man nicht, wenn man einmalig Doxycyclin, also ein Antibiotikum, einnimmt, in den ersten 3 Tagen nach kondomlosem Verkehr die Wahrscheinlichkeit einer sexuell übertragbaren Erkrankung reduzieren, ja, kann man etwa um 2/3. Also das Risiko fällt so etwa um 60 bis 70% tatsächlich. Das publiziert ist die Arbeit allerdings nicht aus Frankreich, sondern hier aus San Francisco, also den USA. An sich muss man sagen, klingt es ja ganz gut, ne? 2/3 Reduktion der Wahrscheinlichkeit einer sexuell übertragbaren Erkrankung. Es gibt 2 Caveats, also 2 Dinge, die man bedenken muss. Erstens, in den USA gibt es praktisch nur zu 1/3 doxycyclin-resistente Gonokokken, bei uns sind es über 2/3. Und zum Zweiten, man sieht auch da, das sind diese unteren Balken, die Wahrscheinlichkeit unter Doxycyclin in Blau dann Resistenzen zu entwickeln, einmal bei den Gonorrhoe-Stämmen selbst und das rechte daneben ist Staphylococcus aureus, ein Hautkeim, steigt schon. Warum spielt es auf der Haut eine Rolle? Weil wir sind ja von ungefähr 2 bis 3 Kilo Mikrobiom besiedelt auf unserer Haut und gastrointestinal, also Erreger, mit denen wir leben. Je häufiger wir da mit Antibiotika intervenieren, man kann sich das vorstellen, als fährt man mit dem Panzer durch den Wald, da bleibt halt immer eine Schneise übrig. Das kann man schon mal machen, das wächst dann auch wieder zu und man kann deswegen auch durch zum Beispiel viel joghurthaltige Kost und so das schneller wieder normalisieren. Wir wissen halt noch nicht so gut, wie das funktioniert, wenn man das einmal in 4 Wochen macht, weil man aus Berlin zurückkommt, oder wenn man das halt 3-mal pro Woche macht, weil vielleicht unter Substanzkonsumeinfluss häufiger Gelegenheiten sich geboten haben. Das muss man jetzt sehr, sehr gut im Auge behalten. Ich sag mal, wenn mich jetzt persönlich fragen würde in meiner Sprechstunde, mit dem würde ich es, glaube ich, differenziert betrachten. Ich weiß auch, dass das manche längst machen, weil das sind ja jetzt keine geheimen Daten. Ja, das kann man, glaube ich, schon auch mal an der einen oder anderen Stelle diskutieren. Man muss halt wissen, Antibiotika, die häufig immer wieder eingesetzt werden, führen dazu, weil sie immer subtherapeutische Spiegel haben, dass Resistenzen zum Beispiel in Haut- und Darmkeimen ansteigen. Und diese Antibiotikaresistenzen werden zum Teil als sogenannte Plasmide, also parasexuell zwischen Bakterien übertragen. Das heißt, diese Bakterien übertragen sie von der einen Spezies zum nächsten. Und das ist ein Problem, weil dadurch kann sich dann wirklich relevante Antibiotikaresistenz bilden. Das Gute ist, dass zum Beispiel Treponema pallidum, also der Erreger der Syphilis, dagegen resistent wird. Das braucht zu viele Mutationsschritte. Wir erachten, das ist reichlich unwahrscheinlich und es gibt bis heute keine einzige gesicherte Treponemenresistenz gegenüber Doxycyclin auf der ganzen Welt. Also ich würde mal sagen, ist eine neue Variante, macht das Spiel ein bisschen interessanter. Würde ich jetzt nicht jeden Tag machen, vielleicht nach einer Berlin-Reise oder so kann man mal darüber nachdenken. Wie die Ärzte damit umgehen, glaube ich, das wird sehr heterogen sein. Ich habe stark dafür geworben, dass wir einheitliche Empfehlungen machen in Deutschland. Da sind wir aber noch nicht. Wenn wir mal auf die nächste Folie gehen, dann wäre natürlich noch besser, wenn wir eine Impfung gegen Gonokokken zum Beispiel hätten, also gegen sexuell übertragbare Erkrankungen. Da gibt es so eine Arbeit aus Australien, die ist auch schon 5 Jahre inzwischen alt. Die hat wirklich gezeigt, wenn man sich gegen den Erreger der Gehirnhautentzündung impft, hier haben sie 15.000 Leute geimpft, dann sinkt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man eine aktive Gonokokkeninfektion kriegt. Wenn alles gut geht, wir bereiten gerade eine große Studie vor, dann können wir da nächstes Jahr oder vielleicht auch noch dieses Jahr partizipieren, würden wir dann entsprechend nochmal getrennt ausspielen. Die Frage interessiert uns nämlich auch, also wenn man durch eine Impfung seine Wahrscheinlichkeit eines Trippers reduzieren kann, ich könnte dem gut was abgewinnen, noch wissen wir es halt nicht. Ich weiß, viele haben sich genau deshalb Meningokokken impfen lassen, aber Achtung, es gibt unterschiedliche Meningokokken-Impfstoffe und selbst Meningokokken-B-Impfstoffe wissen wir nicht, ob das sozusagen überall gleich ist. Was ist der vermutete Mechanismus? Meningokokken, Gonokokken, die heißen nicht nur gleich Kokken, sondern die haben beide gewisse Oberflächeneiweißstoffe, die sehr ähnlich sind. Wahrscheinlich ist das sowas wie Kreuzantigenreaktionen, also weil die ähnlich konfiguriert sind. Die Impfstoffe unterscheiden sich aber, also man kann das nicht verallgemeinern. Wir finden das mal raus, den Impfstoff, den wir untersuchen, ist im Rahmen eines Zulassungsprogrammes. Da ist auch so, dass der nochmal so verändert wurde, dass er eben Gonokokken gezielt noch besser
erreicht. Per se ist ja schon mal gut, dass man offensichtlich durch Impfung Antikörperimmunität gegen Gonokokken erreichen kann. Gut, wir sind fast durch. Wenn wir auf die nächste Folie gehen. Eines, das finde ich ganz spannend. Ich kriege ganz oft die Frage, ich hatte keine Symptome, aber ich habe SAM-Test gemacht. Da habe ich jetzt Nachweis Chlamydien. Was soll ich jetzt tun? Da gibt es verschiedene Arbeiten, die zeigen doch ganz Interessantes. Ne? Wenn man sich mal anschaut, es waren so alle Arbeiten immer gleich. Man hat Leute untersucht, die keine Symptome hatten und hat dann, wenn die zur Therapie kamen, nochmal einen Abstrich vor Therapie gemacht. Der Zeitraum war meist so 1 bis 4 Wochen, glaube ich. Nicht mehr ganz, im Median sogar nur 10 Tage, genau 1 bis 2 Wochen sogar nur. Und interessant ist, von den Chlamydiosen waren 10% von den Gonokokken ein Drittel der Fälle von alleine weg. Warum ist das wahrscheinlich so? Weil wenn die Erkrankungen keine Symptome machen und wir mit diesen hochempfindlichen Methoden Erreger nachweisen, wissen wir halt auch nicht, in welcher Menge die da sind, ob das nur noch Überreste einer stattgehabten Infektion waren. Aber es gibt Arbeiten, die zeigen, dass es zur spontanen Ausheilung bis zu 60% sogar kommt von sexuell übertragbaren Erkrankungen. Deswegen, ich bin inzwischen sehr viel zurückhaltender, asymptomatischen Personen ein Screening anzubieten. Wir wissen einfach nicht, ob dieser Screen- und Testansatz wirklich zu einer Reduktion der Gesamtkrankheitslast führt. Bislang sprechen alle Daten dagegen, denn wir screenen viel mehr und die Inzidenzen steigen gigantisch. Klar, währenddessen hat sich auch das Risikoverhalten geändert. Also der Anteil kondomloser Partner hat auch zugenommen. Ist schwierig, das auseinanderzuhalten. Wer bei uns nach Screening fragt, wird auch gescreent, wenn er das möchte. In Studien machen wir es natürlich auch. In der Allgemeinsprechstunde bin ich inzwischen eher zurückhaltend, weil offensichtlich scheint es doch Faktoren zu geben, die von alleine zum Clearing führen, wenn keine Symptome da sind. Das gilt immer nur, wenn keine Symptome da sind. Gut, gehen wir mal noch durch. Ein Satz noch zur Partnermitbehandlung. Einfache Regel. Grundsätzlich sollten Partner immer mitbehandelt werden, insbesondere bei Gonokokken. Da vor allem der letzten 2 Wochen, maximal 90 Tage, wie gesagt, ist eher zu lang, 2 Wochen. Bei Chlamydien letzte 60 Tage, hat eine relativ lange Inkubationszeit, bei der Syphilis mindestens 90 Tage. Wir machen es inzwischen so, wer gesichert Syphilis-Kontakt hatte, wird sofort mitbehandelt, weil man kann die Infektion erst nach 4 bis 6 Wochen nachweisen mittels Antikörper. Ich habe das Wort ein bisschen ausgelassen aus Gründen der Zeit. Und bei Mycoplasma genitalium, ich weiß gar nicht, ob das jemand überhaupt schon mal gehört hat, das ist ein Erreger, wird erst kürzlicherseits gescreent. Das ist ein Erreger, der so ähnliche Krankheitsbilder machen kann wie Chlamydien, aber nicht muss. Der ist nur fakultativ pathogen, also kann krank machen, muss aber nicht. Da weiß man nicht, ob man mitbehandeln soll oder nicht. Wir machen es in der Regel. Ob es funktioniert, keine Ahnung. Gut, jetzt letzte Sätze zu Monkeypox und dann ist geschafft. Spielt zum Glück im Moment keine Rolle mehr. Ich glaube, es war letztes Jahr ein bisschen anders. Wir hatten ja im Frühjahr letzten Jahres in München mal wieder nicht nur den ersten SARS-CoV-2-Fall außerhalb Asien, sondern auch den ersten Monkeypox-Fall. Hat Kollege Noe gemeinsam mit uns diagnostiziert. Eine Zoonose, also eine Erkrankung, die eigentlich nur im Tierreich vorkommt, jetzt nach Europa übertragen wurde. Inzwischen heißt die Erkrankung auch nicht mehr Affenpocken, sondern soll Mpox heißen, um es zu entstigmatisieren. Wir haben jetzt 2 Jahre Zeit, um uns daran zu gewöhnen, dass wir nicht mehr Monkeypox, sondern noch Mpox sagen. Ob wir dann im Deutschen nur Apox sagen, hat das RKI, glaube ich, noch nicht entschieden. Aber wir bleiben mal bei Mpox. Gut, da unten sieht man auf der Inzidenzkarte, war vor allem im entwickelten Europa ein ziemlich großes Problem. Wir haben echt viele Fälle gesehen, wenn wir auf die nächste Folie gehen, und auch richtig fiese Fälle. Wie war diese Erkrankung? Es gab so eine Prodromalphase, wie man sie auch von anderen Erkrankungen kennt. Man infiziert sich, dann dauert es so ungefähr, im Schnitt kann ich sagen, bei uns immer 3 bis 5 Tage, bis zuerst Anzeichen mit Fieber, Lymphknotenschwellung, Muskelschmerzen, Rachenschmerzen, Rückenschmerzen oder Bindehautentzündung aufgetreten sind, bevor es dann etwa nach 1 bis 3 Tagen nach Fieberbeginn zu diesen ganz klassischen Hautveränderungen kam, die zunächst so makulös, also erhaben, dann so pustulös eher wurden. Dann waren da so Blasen drin, die haben sich dann entleert. In diesen Blasen waren gigantisch viele Viren, super schön infektiös. Und dann blieben so narbige Papeln zurück, bevor das dann meist so nach 3 Wochen erledigt war. Die Erkrankungsphasen waren wirklich fies, auch so bis 3 Wochen, weil wir keine Immunität mehr mehrheitlich dagegen hatten. Das heißt, man musste den vollen Zyklus der Erkrankung durchlaufen. Das ist so das klassische Lehrbuchbild. Wir haben es nicht immer so gesehen, muss man ehrlicherweise sagen. Nächste Folie.
Wir haben da mal beschrieben, wie sieht sowas aus. Das sind alles echte Bilder von Kolleginnen und Kollegen, die wir zusammengetragen haben. Das konnten so ganz fiese, natürlich im Gesicht war das ja für jeden sichtbar, pustulöse Veränderungen sein. Das konnte auch mal nur eine Kehlkopfentzündung sein. Das sind so fiese Läsionen perianal. Also wer sich anal infiziert hatte, der hatte wirklich keine schönen Erfahrungen, weil es gigantisch schmerzhaft war. Es hat eine irre Enddarmentzündung verursacht. Wir hatten mehrere Patienten, die wir stationär wirklich mit Hochdosis-Opioiden behandeln mussten, also der stärksten Schmerzstoffmittelklasse, die uns bekannt ist, weil es gigantisch schmerzhaft gewesen sein muss. Viele hatten auch nur milde Verläufe, das war irgendwie nicht so recht vorhersehbar, hatten vielleicht eher so, hier sieht man das Penil, kleinere Läsionen. Schlussendlich war es halt so, man war im Grunde infiziert, bevor man es wusste. Dabei wurde die Infektion meist weitergegeben. Wir wussten von unserem ersten Patient, dass er sich nicht in München infiziert hat, sondern waren das in Deutschland. Deswegen hat es uns nicht so recht überrascht, dass dann ganz viele Infektionen nachkamen. Also diese klassische Kontaktkettenverfolgung war längst erledigt. Auch weil der, glaube ich, davor Gay Pride in Gran Canaria war. Insofern jährt sich es jetzt dann bald. Das war natürlich ein tolles Spreading-Event. Bleibt also die Frage, was haben die Impfungen gebracht? Viele haben sich ja impfen lassen. Da muss man auch mal sagen, Hut ab, insbesondere vor Herrn Holecek, weil man muss wissen, der Impfstoffhersteller des sogenannten MVA-Vakzins, also der Technologie, die ist in München entwickelt, Bavarian Nordic, die haben unter anderem einen Sitz in Martinsried bei München und die deutsche Politik hat das, glaube ich, sehr schnell verstanden, was sie jetzt tun muss, auch mit Herrn Lauterbach dann, um uns diese Impfungen zu sichern. Produziert ist der Impfstoff nämlich und war auch davor, ich glaube, 120 Millionen Dosen, nur leider nicht für uns, sondern für das US-Militär. Das ist ein Pockenimpfstoff. Und da musste man dann erstmal komplex verhandeln, dass man aus diesen Pockendosen was rauskriegt, insbesondere in einer Situation, wo gerade am anderen Ende Krieg geführt wird. Das war recht komplex, aber es hat funktioniert. Heute hatte jeder die Möglichkeit zu impfen. Wer noch nicht geimpft ist, kann sich auch bei uns noch impfen lassen. Die meisten Schwerpunktpraxen bieten es an. Das einzig Blöde ist, dieser Impfstoff muss tiefgefroren werden. Das heißt, auch wir müssen 24 Stunden vorher wissen, wer zum Impfen kommt, weil muss angefordert, aufgetaut werden. Und ganz blöd ist, wenn der Termin kurzfristig abgesagt wird, weil da muss die Dosis verworfen werden. Was bringt die Impfung? Auch hier ist es so ähnlich wie bei Covid, sie schützt vor allem vor schwerem Verlauf. Sie reduziert aber auch die Infektionswahrscheinlichkeit, gibt inzwischen erste Arbeiten, die zeigen, etwa um den Faktor 1 zu 14, also funktioniert ganz gut. Wir haben dann aber trotzdem Durchbruchsinfektionen gesehen, heißt eher milde. Ein Problem ist vor allem hier dargestellt, die Menschen, die vor 74 noch Pocken geimpft sind mit den Lebendimpfstoffen, wenn man die einmal geboostert hat, die haben sehr, sehr gute Antikörperspiegel gemacht. Die Leute, die nach 74 geboren sind, die eben keine Pockenimpfung hatten, die haben halt echt weniger Antikörperspiegel gemacht. Deswegen so recht wissen wir noch nicht, ob wir nicht vielleicht doch eine dritte Impfung brauchen. Im Moment sehen wir kaum mehr Fälle. Warum auch immer, offensichtlich hat es gereicht, die Immunität in der Community so stark anzuheben, dass der Erreger wieder verschwunden ist. Es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis sowas zurückkommt. Also ich sag mal, wer sich jetzt impfen lassen hat, ein Schaden ist sicher keiner, eine Pockenimmunität zu haben. Rechnest du im Sommer wieder mit dem Anstieg? Glaube ich tatsächlich eher nicht, weil es gibt einfach im Moment kein Reservoir mehr. Es gibt praktisch auf der ganzen Welt keine mir bekannten Fälle mehr. Kann aber natürlich passieren, wenn der Erreger wieder von irgendwo eingeschleppt wird, ist aber unwahrscheinlich, weil es bräuchte Menschen irgendwo ein Reservoir. Gut, damit bin ich dann jetzt wirklich durch. Also was wollte ich sagen? Bakterielle sexuell übertragbare Erkrankungen sind wirklich weltweit eine der häufigsten Erkrankungen, die es gibt. Symptomatische Erkrankungen sollten immer behandelt werden. Ob das Screening von asymptomatischen wirklich sinnvoll ist, mit Ausnahme Syphilis, da ist immer sinnvoll, weil das macht häufig asymptomatische Infektionen, das ist unbehandelt tödlich. Das wissen wir nicht, dass die PrEP wirksam vor HIV schützt. Das gilt auch bei gleichzeitigem Vorhandensein von sexuell übertragbaren Erkrankungen. Und wer sich noch nicht Mpox hat impfen lassen und gerne szenennahen Events frönt, dem würde ich, glaube ich, doch eine Impfung empfehlen. Ich glaube, das gibt es halt auch einfach keinen mehr. Ganz zum Schluss darf ich noch einen Ausblick auf der letzten Folie. Das ist das Team. Danke noch einen Ausblick auf nächstes Jahr machen. Wahrscheinlich hat es ja jeder schon gelesen. Es freut uns sehr, dass wir zusammen mit meinem Kollegen Hannes Bogner, der Stadt und der Messe München und natürlich auch der AIDS-Hilfe München es geschafft haben, die größte HIV-Konferenz, die internationale AIDS-Konferenz mit bis zu 18.000 Delegierten hier nach München zu holen. Jeder, der möchte, ist eingeladen zu partizipieren, aktiv im Global Village.
im wissenschaftlichen Programm oder auch als Gast. Wir freuen uns in jedem Fall. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich freue mich auf Fragen und Kommentare. Wie zu Corona-Zeiten. Ganz herzlichen Dank, Christoph, für den sehr, sehr interessanten Vortrag. Ja, vielleicht eine Frage aus der Richtung der Prävention. Was, glaube ich, ein ganz bedeutender Punkt war, dass du eben nicht empfiehlst, asymptomatische Chlamydien zu behandeln oder zu screenen erstmal. Also, Unterschied. Ja. Also behandeln würden wir sie auch, aber screenen, also ja, wir machen es wie gesagt so, wer fragt, wird gescreent. Mhm. Wir wissen halt nur nicht, ob dieses Screen, also in der Medizin habe ich mal als junger Assistent gelernt, alles was ich mache, muss irgendeine Konsequenz haben. Wenn wir also screenen, dann müssen wir auch behandeln, denn nur um zu wissen, dass Infektionen da sind, macht da keinen Sinn. Wenn wir aber wissen, jede 10. Infektion heilt von alleine aus und es gibt Arbeiten, wo es bis zu also häufiger als jede 10. ist, dann ist zumindest unklar, ob dieser Ansatz, den wir heute verfolgen, asymptomatisch zu screenen und dann zu behandeln, wirklich dazu führt, dass die sogenannte Community Load, also die Anzahl an infektiösen Personen in der Community sinkt und man dadurch quasi die Wahrscheinlichkeit der Infektion reduziert. Das funktioniert ja offensichtlich nicht, wie wir an den Zahlen sehen. Deswegen, ich würde da nicht sagen, ich empfehle nicht zu screenen, aber ich stelle zumindest in Frage, ob das routinemäßige Screenen wirklich notwendig ist. Das ist ja auch Stichwort SEM-Testung, wo dann viele aus allen Wolken fallen, Klienten, denen man sagt, ja, Chlamydien sind positiv oder Gonokokken positiv und sie haben, sind asymptomatisch, haben also keine Beschwerden. Und dann heißt es natürlich auch, ja, was macht man dann? Ja, gehen Sie zum Hausarzt, nehmen Sie Antibiotika. Oft ein leichtfertiger Rat, wenn man denkt, ja, das muss jetzt so sein. Aber da ist eben die Frage, wenn das, das kann ja öfter vorkommen in einem längeren Sexualleben. Ja, das ist ja nicht nur einmal bei vielen Klienten, ob das dann eben, wie du vorher auch sagtest, diese Resistenzbildung fördert. Auch. Ja, also... Ich muss vielleicht einmal ein bisschen nachschärfen. Ne? Ich will auf keinen Fall in Frage stellen, dass man positive Ergebnisse sexuell übertragbarer Erkrankungen behandeln soll. Also in jedem Fall muss man das. Und zwar auch deshalb, wer 20 Sexualpartner und mehr in 6 Monaten hat, ich habe es ja gezeigt, ne, der hat natürlich auch ein viel höheres Risiko. Jeder 10. ist besiedelt. Und was häufig passiert ist, das sind ja immer nur Momentaufnahmen. Natürlich kann aus dieser Besiedelung nicht nur die Situation entstehen, dass der Erreger verschwindet, viel wahrscheinlicher ist, dass eine symptomatische Erkrankung entsteht. Also wer vielleicht schon mal einen Tripper hatte und beim nächsten Mal merkt, oh, es zwickt, das fühlt sich so an wie letztes Mal und kommt dann zum Arzt, der wird vielleicht behandelt, bevor halt diese ganz, das ganz klassische Vollbild der symptomatischen Erkrankung ausbricht. Deswegen... Ich glaube, vom Grundsatz sollten wir schon dabei bleiben, eine niederschwellige Testung anzubieten, positive Ergebnisse auch zu behandeln, auch bezüglich Resistenzbildung, das ist kein Problem. Also Antibiotika, die gezielt eingesetzt werden, das ist gut. Man muss sie allerdings gezielt und eben so kurz und so lang wie, so kurz wie möglich und so lang wie nötig einsetzen, dann spielt das keine so große Rolle. Bei der Doxypep ist ja was anderes, da kann man quasi den Klienten oder Patienten an der Stelle, waren keine Patientinnen, an der Stelle in Antibiotika in die Hand gegeben, gesagt, immer wenn du ein kondomloses Event hattest, dann kannst du in den ersten 3 Tagen danach Doxy einnehmen. Und da war eine ganz schöne Gruppe dabei, die halt sehr frequentiert Doxy einnahm. Klar, weil sie auch ein Risiko hatte. Aber auch hier ist wieder die Frage, was ist jetzt am Ende für den Einzelnen und auch die Community besser, ob man halt diesen niederschwelligen Testansatz verfolgt oder den niederschwelligen Präventionsansatz. Und also PEP ist definitiv keine PrEP, das muss man sich auch klar machen. Ich würde das nicht leichtfertig machen, weil ich glaube, das ist kein Instrument, was man mit dem, was wir heute wissen, so mal einsetzen kann. Aber wer vielleicht so Events hat wie Gran Canaria Pride oder Cruise oder, weiß ich nicht, Berlin, ne? Ja, da glaube ich, machen das, macht das heute auch schon der ein oder andere. Kannst du uns was, wenn wir schon beim Thema Chlamydien, Gonokokken sind, kannst du uns etwas sagen zu der geplanten Meldepflicht von Chlamydienerkrankungen ans RKI? Das gibt es ja momentan nur in Sachsen. Was ist da der neueste Stand?
Ja, ich glaube, es betrifft sogar Gonokokken in Sachsen. Also, warum meldet man überhaupt Erkrankungen? Wir sind zurück bei Karl Lauterbachs Digitalisierung. Im Grunde will man ja wissen, auf Bevölkerungsebene, wie häufig sind sexuell übertragbare Erkrankungen, also klassische Epidemiologie. Deswegen gab es auch bei SARS-CoV-2 gab es immer zwei Ziele. Man wollte die Infektionskette unterbinden. Gleichzeitig wollten wir auch wissen, wie häufig sind Infektionen. Wir wissen zum Beispiel in Deutschland nicht, wie häufig Gonokokken und Chlamydien sind, weil es einfach kein Register, also wir können diese Daten nirgendwo abfragen. Ob man das jetzt unbedingt melden muss oder ob wir halt vielleicht zum Beispiel anhand der Diagnosedaten und so Daten generieren, ja, da kann man sich jetzt trefflich drüber unterhalten. Ich glaube, wichtig ist, Affenpocken sind deswegen namentlich meldepflichtig, weil man die Infektionsketten unterbrechen wollte. Das ist der Grund, genauso wie bei SARS-CoV-2. HIV und Syphilis sind deswegen nicht namentlich meldepflichtig. Das heißt, wir melden nur, es besteht eine Erkrankung und wir haben sie behandelt. Weil man will gar nicht wissen, wer betroffen ist. Das hat für den Einzelnen keine Konsequenz, aber man will auf epidemiologischer, also auf gesellschaftlicher Ebene wissen, wie häufig sind Erkrankungen drin. Und die Europäische Seuchenschutzbehörde ermahnt uns halt gelegentlich immer mal wieder, ihr habt keine Daten zu Chlamydien und Gonokokken. Gäbe es zwei Wege, entweder die Ärzte müssen noch mehr Papierkram machen, dann müssen wir melden. Oder man käme vielleicht mal irgendwann auf die Idee, die vorhandenen Daten, die es ergibt, weil wir müssen auch Diagnosedaten erfassen und so, dafür zu nutzen. Also ich glaube, da ist auch die wichtigste Frage, was will man eigentlich erreichen? In keinem Fall geht es darum, dass man jetzt den Einzelnen mit Christoph Spinner hatte Y-Gonokokkeninfektionen oder so Lifetime. Das spielt dabei keine Rolle. Ich glaube, hier gab es noch eine Wortmeldung. Ja, zu den Resistenzen eine Frage. Da gab es ja schon das Beispiel mit Asien und der Gonokokken waren es, glaube ich, ja. Mit der Resistenz. Wenn man jetzt also sich im Urlaub wahrscheinlich was eingefangen hat, bei welchen Ländern sollte man den behandelten Arzt sagen? Bei Kalifornien und also tatsächlich. Für Gonokokken spielt tatsächlich Südostasien eine Rolle. Mykoplasmen per se haben sowieso schon in einem Drittel bis zu jedem zweiten Fall intrinsisch sehr viel Resistenzen. Auch bei uns ist wirklich ein Problem. Chlamydien haben niedrige Resistenzraten zum Glück. Ich glaube, ich würde es immer so machen. Ab dem Erstbehandlungsversuch würde ich es ankommen lassen. Weil es ist trotz allem selten. Ne? Und wenn das dann nicht klappt, dann spätestens nach dem zweiten Versuch würde ich halt mich an irgendein Zentrum wenden, was sich damit auskennt. So wie auch in meinem Fall. Also nicht meinem, sondern. Sonst habe ich, glaube ich, alles sediert. Wenn man nochmal auf die Syphilis, also Lewis, kommt, womit erklärst du diesen doch starken Anstieg in den letzten 10 Jahren, auch was das RKI ja auch immer wieder betont? Ich glaube, die Erklärung ist wirklich ganz einfach. Syphilis ist eine Indikatorerkrankung des kondomlosen Sexualverkehrs. Überträgt sich nicht nur dort, aber doch dort am leichtesten. Und deswegen gibt es viele Arbeiten auf der ganzen Welt, die zeigen, mit konsistent rückläufigem Kondomgebrauch steigen sexuell übertragbare Erkrankungen. Das wird dann immer gern moralisiert im Sinne von, ja, das wird dann keine Kondome mehr benutzt und dann kommen all diese anderen Probleme und so. Ich würde halt sagen, vielleicht könnte ja auch ein Weg sein, dass wir sexuell übertragbare Erkrankungen entstigmatisieren, wie andere halt auch, und dafür vernünftige Therapieangebote anbieten. Also gerade Sam, um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen, es hat ein super Angebot, ne, für 59 Euro Fullscreen Package. Wir arbeiten gerade sehr, sehr intensiv daran, dass wir als nächstes Telemedizin mal als PrEP in so einer Feasibility, also Machbarkeitsstudie, hoffentlich noch in diesem Quartal ausprobieren. Das ist regulatorisch und technisch bei uns echt komplex. In den USA gibt es das natürlich längst. Und ich glaube, da geht der Weg auch hin. Also wir müssen mehr jeden Einzelnen in die Lage versetzen, für sich selbst Verantwortung übernehmen zu können, niederschwellig Zugang zur Gesundheitsversorgung zu bekommen. Und wenn ich sehe, dass wir Patienten haben, die 150 Kilometer fahren müssen, weil es da keinen präpverschreibenden Arzt gibt, ne, dann muss ich mal sagen, das müsste ja nicht sein für eigentlich ansonsten junge, gesunde Menschen, die einfach nur Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen wollen. Wobei das natürlich jetzt eine Entwicklung ist, dass immer weniger Ärzte PrEP verschreiben wollen, wegen diesen Zusatzuntersuchungen, Kostenfragen. Also wir streichen immer mehr aus der PrEP-Liste, weil niemand mehr die verschreiben will. Das Gute ist tatsächlich bei uns, also man braucht dafür, um diese, hier gibt es so super kompliziertes Abrechnungsrecht, damit man PrEP verordnen kann und diese Laborsachen alle machen kann, braucht man bestimmte Ermächtigungen von der Kassenärztlichen Vereinigung. Da gehören unter anderem 16 Stunden Hospitation in einem erfahrenen Zentrum dazu.
Und ich freue mich eigentlich, wir haben tatsächlich zurzeit mindestens einmal im Monat Hospitanten. Also es gibt auch neue Praxen, die inzwischen wieder PrEP anbieten. Wir haben ein großes Interesse daran. Es hat aber das RKI gezeigt, ich glaube, es gab eine große Umfrage, wie sozusagen die Zufriedenheit mit der PrEP-Versorgung. Ich glaube, über 60% haben berichtet, dass es entweder keinen oder einen sehr weit entfernten PrEP-verordneten Arzt gibt. Also da leben wir in München schon in einer Luxussituation, das muss uns auch klar sein. Um bei der PrEP zu bleiben, man hört auch immer wieder in Beratungen, ja, die PrEP wird manchmal nicht gut vertragen. Es gibt auch Verdauungsprobleme, was man hört. Was würdest du den Leuten sagen? Weitermachen oder? Ja, kommt aufs Risiko an. Ne? Also diese generischen Emtricitabin-Tenofovir-Tabletten, da gibt es im Wesentlichen zwei große Unterschiede. Nicht nur, dass die einen grün, die anderen blau sind, sondern die einen beinhalten Laktose und die anderen nicht. Also diejenigen, die eine Laktoseunverträglichkeit haben, die sollten es mal eher mit der grünen probieren. Die hat nämlich, die ist nicht ganz laktosefrei, aber da ist so wenig Laktose drin, dass es eigentlich nichts mehr ausmachen dürfte. Wenn das auch nicht hilft, dann muss man mal gucken. Also ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der von ausgeprägter Übelkeit berichtet, aber immer erst am nächsten Morgen. Ne? Muss man sagen, wahrscheinlich hat das nichts mit der PrEP zu tun. Gibt es nicht eine andere Ursache dafür? Aber was ganz normal ist, fast jeder, der anfängt, hat so die ersten 4 Wochen danach eben so eine milde Stuhlkonsistenzveränderung, also nicht jetzt richtig Durchfall, aber der Stuhl ist einfach nicht so fest wie sonst. In der Regel gibt sich das alles wieder. Wenn das nicht reicht, dann muss man wirklich in jedem Einzelfall überlegen, was man macht, weil wir in Deutschland halt keine Alternative haben. Ne? Also soll dann die Alternative sein, konsistenter Kondomgebrauch, vollständig penile Abstinenz, oder das klappt meistens nicht so gut. Deswegen muss man dann gucken, welche anderen Optionen gibt es. Und gerade diese Injektion, die ich vorhin gesagt habe, es kommt nicht von ungefähr, dass wir nur einen Patienten auf dieser Therapie haben, weil es bedarf jedes Mal eine Einzelfallgenehmigung in den USA, weil das Arzneimittel dann kompliziert über so ein Compassionate-Use-Programm zur Verfügung gestellt werden muss. In unserem Fall, weil der Patient eine schwere Niereninsuffizienz, also eine Nierenerkrankung hat und deswegen kein Tenofovir mehr einnehmen kann, aber sein Risikoverhalten auch nicht ändern kann oder will. Das kann man dann darüber sprechen. Ne? Also was ist es wert? Und klar, ich kann auch so ein bisschen verstehen, dass man dann sagt, gut, dann kriege ich halt HIV, dann kriege ich ja die anderen Medikamente. Und wir hatten ja kürzlich den Johannes Bogner hier vor einigen Wochen und er hat zum anderen Thema, aber er meinte, die PrEP hat auch alles sehr vereinfacht, weil ich ihm entgegengehalten habe, ja, eigentlich ist alles sehr kompliziert geworden, es ist alles sehr differenziert, auch für wen ist sie geeignet, wer verträgt sie nicht, wer hat Angst vor den Nebenwirkungen, nimmt man doch wieder das Kondom. Also diese Fragen haben sich ja früher nicht gestellt. Da hat man gesagt, entweder Kondom oder keins. Also da war so der Gedanke, dass es doch komplizierter ist und da viel mehr Beratung differenziert werden muss, auf den einzelnen Fall. Ja, wobei ich würde, ich sehe das ja so, Johannes, ich glaube, wir kennen uns auch gut im Teil, viele Ansichten. Also früher war immer diese starke Wertdichotonisierung, HIV oder konsistenter Kondomgebrauch, das ist halt heute nicht mehr so. Und ich habe zumindest erlebt es immer mal wieder, auch in der Sprechstunde, weil ich nutze jeden Konsultationsanlass für sexuell übertragbare Erkrankungen für ein PrEP-Angebot. Also wer sich bis zu uns in die Uni durchfindet, um mit mir über sexuelle, vor allem dann auch in meiner Sprechstunde, über sexuell übertragbare Erkrankungen zu sprechen, der muss so viele Hürden genommen haben, der hat irgendeinen Grund, dass er das will. Und dann sprechen wir da natürlich drüber. Klar, heute ist PrEP so niederschwellig verfügbar, aber auch in der Community ist es nach wie vor sehr stark wertedichotonisiert beim einen oder anderen. Nein, das will ich auf keinen Fall. Dann komme ich also, bin ich genauso moralisch entwertet und habe kondomlosen Verkehr wie diejenigen, die HIV haben oder diese PrEP benutzen. Ich erlebe es auch, dass sich das vollständig normalisiert hat. Also ich glaube, der Umgang mit PrEP könnte unkomplizierter gar nicht sein, zumindest bei uns in München. Gibt es Fragen zur PrEP? Wenn dann andere Ärzte dann dafür sensibilisieren, dass wenn wir zum Arzt gehen und irgendwas ist, dass da vielleicht mehr dahinter stecken könnte. Ich meine, vielleicht wegen IRS wäre vielleicht ganz gut, immer mitzugeben, aber was können wir noch tun? Also ich glaube, das Entscheidende ist wirklich klar zu sagen, wer einen Hausarzt hat, der nicht, sagen wir mal, als Schwerpunktversorger im Bereich der HIV-Prävention und wir sind nur, glaube ich, etwa 300 niedergelassene ÄrztInnen und sehr viel weniger KlinikärztInnen, die in der HIV-Versorgung tätig sind, direkt darauf aufmerksam zu machen. Also in der Regel wissen die Hausärzte nicht, wie er Sex mit Männern hat und
gerade, also Hausärzte haben ein ganz anderes Versorgungsmodell. Die sehen typischerweise nicht junge, gesunde Männer, die wegen sexuellen Vergnügens kommen, sondern chronisch Kranke. Jetzt will ich das gar nicht werten. Ne? Man muss, glaube ich, den Kontext herstellen. Nur das Problem ist auch, ich würde immer ein bisschen empfehlen, nochmal zu überlegen, ob das Versorgungssetting das Richtige ist, weil das, die Bedürfnisse sind wahrscheinlich doch ein bisschen anders. Ich finde es super, dass auch junge Kolleginnen und Kollegen sich PrEP und HIV-Medizin interessieren und sagen, sie wollen zwar keine HIV-Versorgung machen, aber PrEP können sie sich vorstellen. Deswegen wollte ich es auch positiv hervorheben, dass es auch in München durchaus Neuzugänge gibt für die Gestrichenen von der Liste. Wenn das jetzt jemand ist, der sich da überhaupt nicht damit beschäftigt, dann funktioniert es halt nicht. Das erlebe ich auch gerade immer mal wieder mit Urologen. Weil auch da kommt es drauf an, ob der Urologe halt stark was für einen Schwerpunkt er hat, ob er sich mit sexuell übertragbaren Erkrankungen beschäftigt oder ob er stark operativ tätig ist. Ich will das auch gar nicht werten. Ne? Also ich beschäftige mich ja jeden Tag und ich bin mit nichts anderem. So gibt es ja zum Glück auch die anderen Spezialisten. Ich bin ja dann vielleicht auch ganz froh, wenn ich weiß, wer den Knochenbruch wie sorgt. Aber grundsätzlich würde ich mit auf die Frage zurückkommen, immer sehr, sehr klar konfrontieren. Gerade wenn man weiß, es zwickt hinten, läuft vorne, dass man sich vielleicht doch da ganz klare Zusammenhänge geben könnte. Ich wollte sagen, ein Urologe, weil ich vor ein paar Jahren mit der Sackelbeizung habe, bin jetzt schon lange bei Ihnen, weil ich war ein Arzt in München, jetzt ist es so anders, aber ich habe also mit dem, mich bei denen noch nie geoutet, bei einem Urologen. Empfiehlt sich sowas da oder? Ich glaube, das muss man einfach im Einzelfall abhängig machen. Das ist halt mit den Menschen, sie sind so, wie sie sind. Das gilt auch für Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Kommt drauf an, was halt die Frage sein soll. Also erfreulicherweise erlebe ich das inzwischen schon so, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen sehr aufgeschlossen sind, auch was Sexualität und so angeht. Und so. Also, mit unseren jungen Assistentinnen und Assistenten Ausbildung machen, mit konkreten Patienten einfach am Krankenbett. Gibt es relativ wertfreien Zugang dazu. Ne? Aber das mag sich dann von Mal zu Mal unterscheiden. Ich würde immer ein bisschen empfehlen, auch das Setting einzuschätzen. Sind wir in München, wo es viele Alternativen gibt, wenn es nicht geht? Muss er das wissen oder muss er es halt auch nicht wissen? Wie ist das Vertrauensverhältnis davor gewesen? Ich würde das immer im Einzelfall abhängig machen. Und vielleicht hat man auch die Chance, ein bisschen rauszufinden, ist das ein Arzt, der sowieso der Community näher steht oder der vielleicht auch erkennbar der Community eher nicht näher steht. Auch das gibt es ja. Das kann ein bisschen helfen. In dem Fall von den Mpox zum Beispiel, wenn ich diese Infektion habe, dann muss ich ja zum Arzt gehen. Ne? Und der Arzt hat die Bitte, um das namentlich zu melden. Dann bin ich ja beim Hausarzt oder wo ich auch automatisch dann. Wir waren uns für Mpox, oder? Mpox, ja. Ja. Naja, klar, aber das heißt, was heißt denn melden? Da gibt es ein Infektionsschutzgesetz, das heißt, also als behandelnder Arzt sind wir immer verpflichtet, berufsrechtliche Dokumentation zu führen. Das heißt, ich müsste so oder so festhalten, dass ich einen Patienten mit Mpox behandelt habe, also auf Patientendokumentationsebene. Ich muss so oder so auch eine abrechnungsbegründete Diagnose an den Kostenträger, nämlich hier die Krankenkasse, melden, also die weiß auch. Und unabhängig davon muss ich jetzt in die untere und in dem Fall auch die obere Gesundheitsbehörde noch melden, dass ich einen Patienten und dann konkret mit Namen behandelt habe. Warum? Daraus werden zwei Dinge gemacht. Einmal die Epidemiologie, so wie ich die Epidemiologie-Karte gezeigt habe. Und zum Zweiten die untere Gesundheitsbehörde, das ist eine Gesundheitsamt der Stadt München. Das ruft dann an und sagt, also bei Ihnen wurde eine Atemwegsinfektion gemeldet. Das interessiert mich doch dafür, mit wem hatten Sie so die letzten drei Wochen Sex? Und hatten Sie vorstellen, wo Sie sich infiziert haben? Wissen Sie, wie man diese Erkrankung überträgt? Und jetzt muss ich Sie leider für drei Wochen in Quarantäne beordern und so all diese Dinge, die. Und diese Quarantäne wird jetzt aufgehoben, wenn es geleitet ist, oder wie? Ja, das wiederum ist sogenannte Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Warum gibt es den? Der soll die Allgemeinheit schützen. Die Idee dabei ist, wenn jemand infektiös übertragbare Erkrankungen hat, will man natürlich eigentlich verhindern, dass die sich unkontrolliert verbreiten, vor allem dann, wenn es wenig Therapiemöglichkeiten gibt. Man erinnert sich an die Anfänge von SARS-CoV-2, also drei Wochen Quarantäne hatte. Die Behörde kann auch Verfügungen erlassen, das heißt, es sind dann keine Wahlmöglichkeiten, sondern rechtlich binden. Schöner Fall ist die Tuberkulose. Wenn er Tuberkulose hat, der muss sich halt behandeln lassen, der bei mir nicht erscheint regelmäßig. Der Tuberkulosebehandlung, den muss ich dann der Behörde anzeigen. Wenn die Behörde dann zur Auffassung kommt, es geht nur mit der Zwangsbehandlung, dann kann in dem Fall sogar zwangsbehandelt werden. Ne?
vor. Das, da geht es dann immer, da wird dann der Allgemeinschutz höher werden, das ist der Individualschutz. Das lässt sich das absolut gut lösen. Ne? Bei der Behörde geht es ja auch nur darum zu verstehen, wer steht am anderen Ende der Leitung. Die Fälle, dass die Polizei vor der Tür steht und darüber wacht, dass man in der Wohnung bleibt, die habe ich in München noch nie gesehen. Ich würde da auch immer ein bisschen an die Verantwortung des Einzelnen appellieren. Ich glaube, diese einzelne Meldepflicht, die macht die Situation nicht wesentlich anders. Die Kasse weiß sowieso, dass die Infektion vorliegt. Wie wird es dann weiter behandelt? Also man muss immer unterscheiden, Meldepflicht ändert nichts und den Behandlungsgrundsatz. Es gibt einen behandelnden Arzt oder eine Ärztin, die behandelt, und der öffentliche Gesundheitsdienst hat nur die Aufgabe, sicherzustellen, dass die Regeln der Absonderung, das so schön heißt, im Behördendeutsch eingehalten werden. Deswegen, bei HIV hat man sich ja ganz bewusst, und man erinnere sich, ne, es gab mal einen sehr bekannten Politiker, der alle Schwulen auf die Insel bringen wollte. Kann dann jeder für sich bewerten, wie er das so fände. Aber da war natürlich auch die Idee, wie das früher war mit den Seuchenbauten, ne? Infektionserkrankte, wo hat man abgesondert aus der Gesellschaft. Und so ist natürlich dieser Gedanke bis heute. Wir hatten ja zum Glück da eine sehr gute Bundesgesundheitsministerin, die erkannt hat, wenn wir uns informativer und integrativer diesem Problem nähern, dann haben wir viel weniger Schwierigkeiten damit, als wenn wir es eben machen wie in Russland oder in manchen arabischen Ländern, das es einfach nicht gibt. Das führt natürlich nur dazu, dass es keine Versorgung gibt. Der Druck auf den einzelnen Menschen ist wahnsinnig hoch. Das Risiko gibt es natürlich trotzdem. Und ein Blick nach Osteuropa genügt. Ne? Da sehen wir im Moment die höchsten HIV-Neuinfektionszahlen der ganzen Welt. Das ist wirklich traurig. Stichwort auch das gleich. Stichwort HIV und Diskriminierung, Stigmatisierung. Wir hatten hier vor 3 Wochen einen Gast. Das war eine interessante Lesung. Da ging es um so einen HIV-positiven Mann, der auch eine bipolare Störung hat. Und er berichtet eben, dass auch aus den Institutionen, aus den medizinischen Institutionen viel Diskriminierung kommt. Das hat auch der Johannes Bogner bestätigt. Wie siehst du das heute? Haben wir da dazugelernt? Ja, nein, klar, das gibt es auch bei uns. Ich finde das gar nicht beschönigen. Ne? Ich kriege dann immer von unserem zentralen Qualitätsmanagement diese schönen Beschwerdeschreiben. Klar. Und das ist halt eine gesellschaftliche Aufgabe, am Ende mit Infektionserkrankungen umzugehen. Unsere Aufgabe als Infektiologen ist, die Ausbildung dahin zu betreiben. Deswegen war für mich auch gar keine Frage, dass ich heute Abend herkomme und wir ganz offen und unbehaftet über diese Dinge sprechen. Weil ich glaube halt am Ende daran, wir werden nur was ändern, wenn wir die Werte der Gesellschaft ändern und diese schönen roten Aufkleber und Markierungen HIV, die kann ich mich noch gut erinnern. Wo man sagen muss, medizinisch absolut unsinnig. Ne? Eine Infektionsgefährdung von jemandem mit und ohne erfolgreich behandeltem HIV ist einfach identisch, nicht gleich null. Aber es geht um Ängste der Menschen, die muss man auch ernst nehmen, muss die Menschen dort abholen, weil sonst passieren so Dinge bis zur Insel. Ist denn nach Infox die Empfehlung nach bestandener Infektion? Gibt es da mittlerweile irgendeine? Ja, da gibt es eine Empfehlung. Im Moment wird weiter empfohlen, nicht zu impfen. Das Gute ist wahrscheinlich sogar, dass die natürliche Immunität mit einer höheren Immunität als diese doppelte MVA-WM-Impfung, der Helios-Impfung einhergeht. Man muss sich über eines im Klaren sein. Pockenimmunität ist relativ stabil und robust. Also die bleibt auch lange vorhanden. Aber Immunität ist nichts Statisches, die ändert sich im Laufe der Zeit. Wenn man jetzt also erneut ausgesetzt wäre dem Erreger, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Infektion geringer, die Wahrscheinlichkeit des schweren Verlaufs sehr viel geringer, aber sie ist halt nie bei null. Deswegen muss man auch immer auf gesellschaftlicher Ebene eine Risiko-Nutzen-Bewertung machen. Und natürlich würde der 3. Impfung nach 2 Monaten die Immunität sehr wahrscheinlich erhöhen, aber es kostet ja auch wahnsinnig viel Ressourcen, gerade weil das ein komplizierter Impfstoff ist und es ihn praktisch nicht gibt. Es braucht sie halt auch wahrscheinlich. Die Frage, wie sieht es denn bei HIV mit Resistenz gegen die Therapie aus? Das war ja am Anfang schon Thema. Ist das jetzt immer noch mit den neuen Kombinationen? Glücklicherweise haben wir jetzt angefangen. Gab es so 10% Resistenz ungefähr gegenüber gängigen Erstlinienmedikamenten, auch in Deutschland. Das sehen wir inzwischen nicht mehr, aber ich habe das deswegen vorhin so prominent gesagt mit diesem neuen Wirkstoff zur PrEP, dieser Spritze. Wenn da auch wenn selten Resistenzen auftreten gegen die häufigste und wichtigste Erstlinientherapieklasse der Integrase-Inhibitoren, das legt meine Stirn noch ein bisschen in Falten, weil das ist was, das haben wir sehr lange nicht mehr gesehen. Wenn das wieder auftritt jetzt,
Das könnte die Situation verändern, weil es plötzlich ganz viele Therapieregime gefährden würde. Vor allem, wenn die Infektionen unentdeckt sind. Ich will ja gar nicht unbedingt sagen, dass es dann zu absichtlicher Infektion kommt. Das müssen wir jetzt mal sehr genau machen. Ich will da jetzt auch keine Hysterie verbreiten. Also eigentlich spielt es heute keine Rolle mehr. Es könnte theoretisch immer eine große Gefahr sein. Zuletzt war das bei der Pandemie eine. Hier sind die Mechanismen ein bisschen anders. Wir sehen ja auch heute immer mal wieder Infektionen trotz PrEP, sehr selten, oder Infektionen, also fortwährende Heilbarerkrankungen trotz Therapie im Sinne von nicht erfolgreicher Therapie. Zum Glück ist jede Mutation für das Virus schlecht. Es vermehrt sich nämlich sehr viel schlechter als der Wildtyp. Also diese Mutation kostet das Virus sehr, sehr viel, nämlich Vermehrungsfähigkeit. Und das hilft manchmal auch, dass diese Mutationen sich nicht so leicht übertragen. Frage zur Endbox nochmal. Da gab es die beiden Impfungen, wenn man Glück hatte, dass man beide bekam. Wie viele Jahre schätzt man, dass dieser relative Schutz, nicht komplette Schutz, aber gegen schwere Verläufe, wirksam ist? Hat man da so eine Pi mal Daumen-Schätzung? Wir kennen ja nur diese Antikörperspiegel und wie gut die schützen, das wissen wir nicht. Wir machen halt mit Leif Alexander eine große Studie, wo wir genau diese Frage nachgehen wollen. Jetzt muss man sagen, im Moment gibt es halt keine Infektionen mehr. Deswegen ist es schwierig zu beurteilen, weil wir werden falschen niedrigen, also wir werden halt einfach falschen Schutzraten sehen. Muss man mal ausfinden. Grundsätzlich gilt aber, dass Pockenimmunität lebenslang hält. Lebenslang. Und die vor 74 Impfung hatte, ist sehr wirksam. Aber was ist, wenn man Masern hatte, dass ja auch das Immunsystem ja angreift und danach HIV, dann würden doch die Immun-Memory-Cells doch verschwinden. Oder die, ich glaube, es ist ein bisschen sehr stark vereinfacht. Ganz so ist zum Glück nicht. Also natürlich kann man auch in der Kindheit erlernte Immunkompetenz, wie zum Beispiel jetzt hier im also Pocken, im Laufe der Zeit verlieren, wenn das Immunsystem sehr stark beeinträchtigt ist. Tatsächlich spielt es aber keine so große Rolle, gerade bei den Pocken, weil die eine sehr stabile Immunität machen. Also eigentlich hat man früher ja in der Kindheit geimpft, hat eine lebenslange Immunität gehabt. Wahrscheinlich ist es schon so, dass das nicht lebenslang hält, sondern man irgendwann eine Reexposition braucht, das heißt natürlich oder dann durch Impfung. Im Moment gibt es die Gefährdung halt nicht. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt morgen wieder einen großen Ausbruch, dann müsste man sich nochmal angucken, wenn ich doch boostern muss. Erfahrungsgemäß ist es immer so, wenn man so eine Grundimmunisierung macht, dann nach 3 bis 6 Monaten oder noch später nochmal impft, wird die halt nochmal deutlich gehärtet. Aber im Moment braucht es das Glück nicht, weil wir nicht mehr Infektionen sehen. Wenn sich das ändert, und da ist das Gute ist an der STIKO, ne? Bei aller Kritik muss man sagen, wir haben in der Pandemie auch fantastische Arbeit gemacht, nämlich jede Woche sich hingesetzt und alle Studien des Brain, die es da so gibt, relativ schnell hinterher. Es war auch hier so, übrigens mit Thomas Mertens, wenn wir damals selbst dann gesprochen, hat die STIKO wunderbar schnell auch diese Empfehlung herausgegeben, die uns natürlich gigantisch hilft, weil für uns als Ärztinnen und Ärzte ist so, ohne STIKO-Empfehlung gibt es keine Kostenerstattung. Also zurzeit irrelevant. Ja. Bei HIV hatte ich damals gelernt, dass man Inhibitors machen kann. Da gab es II und PI und wie sie alle heißen. Und in einem Fall beispielsweise war durch die Standardmedikation damals in 2008 eine Resistenz gegenüber NRTIs und NNRTIs. Die Frage ist, wie ansteckend, wenn man nicht ein fantastisches, wie sagt man, Tablettenregime hat, man da wäre gegenüber PrEP. Naja, also das kommt dann tatsächlich auf die Mutationen an. Was heißt denn eigentlich Mutationen? Das muss ich doch mal ein bisschen ausholen. Also im Grunde Viren sind ja selbst keine lebensfähigen Organismen. Deswegen, die haben so Erbinformationen, die bringen dann unsere menschlichen Zellen dazu, indem sie umprogrammieren, dass sie Viren produzieren und in diesem Virus Erbinformationen. Da gibt es unter anderem auch Informationen, die kodieren für ein Enzym, das haben wir Menschen nicht, bei HIV zum Beispiel, oder die reverse Transkriptase, da kommt es her, ist ein Enzym, das hat nur das Virus, das braucht es, um seine Erbinformationen vom Virus zurück in unsere menschlichen Zellen zu schreiben, deswegen geht es da auch nie wieder weg. Dieses Enzym kann man recht leicht hemmen, weil wir Menschen haben es nicht, also es macht auch nichts, wenn es gehemmt ist.
Blöde ist nur, je nachdem, wenn man in diesen Erbinformationen da, wenn es da zu Veränderungen kommt, dann funktionieren halt bestimmte Arzneimittel nicht mehr, so wie das Schlüssel-Strauss-Prinzip. Das kann man nicht pauschal sagen, wenn man eine NRT und NRT-Mutation hat, dass dann im Falle einer virämischen Infektion, also das Virus vermehrt sich, auch immer eine Infektion trotz PrEP stattfinden würde. Das Risiko steigt aber ganz gewaltig und das gibt es auch mal. Gleichzeitig wird das Virus weniger fit. Also als Faustregel gilt, wer Virus im Blut nachweisbar hat, der hat es wahrscheinlich auch natürlich auf den Schleimhäuten und im Ejakulat, also im Sperma. Heißt dann im Umkehrschluss, wenn die Therapie nicht erfolgreich funktioniert und das sind Resistenzen, dann steigt auch das Risiko für Personen unter PrEP sich zu infizieren. Deswegen sagt man, der Schutz ist auch mit PrEP um 99%, selbst wenn man es jeden Tag einnimmt. Ich muss sagen, ich habe noch nie eine Infektion mit Resistenzversagen gesehen. Das gibt es ganz selten mal. Es gab jetzt so kleinere Cluster. Wer sehr genau Community-Zeitungen liest, hat vielleicht gelesen, in Amsterdam gab es neulich mal ein Cluster. Das Risiko ist nicht bei null, aber es ist schon sehr gering. Kann ich nochmal da nachhaken? Ist wunderbar. Ich würde gerne verstehen, wieso, wenn eine Inhibitor-Art funktioniert oder zwei, dass gegenüber alle andere Resistenzen aber einen relativ guten Schutz gibt. Das leuchtet mir noch nicht ein. Ja, das ist leider tatsächlich auch ziemlich kompliziert mit diesen Resistenzen. Da gibt es nämlich nicht nur Ja, Nein, sondern da gibt es dann auch noch so Graduierungen. Also manche Resistenzen machen das Virus praktisch so schrottig, dass es sich dann nicht mehr vermehrt. Andere Resistenzen, die kann das Virus ganz gut kompensieren. Bei manchen der Arzneimittelkombinationen spielt es einfach keine Rolle, weil die Mutationen verhindern praktisch kaum, dass das Medikament nicht mehr wirkt. Auch hier ist das so eine Skala, wenn man sich auf 0 bis 100 vorstellt, da gibt es ja nicht nur 0 bis 100, sondern hat alles dazwischen. Das macht es ziemlich kompliziert. Ich glaube, das müsste man wirklich im Einzelfall anschauen. Als Faustregel gilt, wer virämisch ist, trotz Therapie, und das ist nicht der Anfang, da besteht dann immer ein erhöhtes Risiko der Übertragung, weil wahrscheinlich funktioniert die Therapie aus welchen Gründen auch immer nicht, insbesondere wenn es über 200 Kopien pro Milliliter sind. Aber es ist wirklich eine komplexe Einzelfrage. Wir hatten hier noch eine Frage. Danke. Ja. Wunderbar, vielen Dank. Das Zeitfenster, innerhalb dessen die PrEP-Studie jetzt schon existent ist, ist natürlich immer noch zu gering, dankenswerterweise, obwohl sie existent ist, als dass wir von Langzeitstudien sprechen können. Aber trotz allem, gibt es schon irgendwelche Abzeichnungen, wie die Verträglichkeit, organbezogen zum Beispiel, was die Nieren anbetrifft, ist bei einer jahrelangen oder gegebenenfalls eben lebenslang intendierten Einnahme der PrEP? Und vor allen Dingen, wie ist es, wenn man dahingehend aussteigen möchte nach vielen Jahren? Weiß man da irgendetwas zum jetzigen Zeitpunkt? Ja, da weiß man tatsächlich. Erstens, das heute im Einsatz befindliche generische Enzytabin tenofovir, also diese Buxil, das sind Substanzen, die sind der HIV-Medizin ja über 20 Jahre alt, also deren Profile verstehen wir gut. Auch die HIV-PrEP. Die ersten Studien gab es Anfang der 2010er Jahre, also hat bald 25. Geburtstag. Da muss man sagen, das ist schon echt ganz schön lange. Vor allem bei so Nebenwirkungen kann man auch kumulierte Personenjahre sehen. Inzwischen nehmen viele Menschen auf der ganzen Welt PrEP. Das ist ein sehr sicheres Arzneimittel. Was sind Probleme, die wirklich, sagen wir mal, außerhalb der Verträglichkeit noch eine Rolle spielen? Auf der einen Seite Menschen, die Bluthochdruck, Übergewichtserkrankungen oder Erkrankungen der Niere haben ein erhöhtes Risiko, dass es eben auch zur Funktionsbeeinträchtigung der Nieren kommen kann. Deswegen spielt bei jungen, gesunden Menschen keine Rolle. Aber kann man sich so vorstellen, je mehr Risikofaktoren, Übergewicht, hoher Blutdruck, Nierenvorschädigungen zusammenkommen, desto höher ist dann auch das Risiko, dass es zum akuten Nierenversagen kommt. Sehr selten, aber kann vorkommen. Und zum Zweiten kann es Veränderungen im Knochenstoffwechsel geben. Das Gute ist, der Knochenstoffwechsel wird am meisten angeregt durch sportliche Aktivität. Das heißt, junge, gesunde, schwule Männer, die gerne ins Fitnessstudio gehen, die haben halt ein sehr viel geringeres Risiko als, sagen wir mal, Menschen, die sich halt kaum bewegen oder osteoporotische Frauen. Ne? Also auch hier ist ja immer alles ein relatives Risiko. Ganz einfach ist, wer aufhören möchte, kann das jederzeit. Er muss halt wissen, wie geht er mit seinem Risiko bezüglich HIV um. Aber da gibt es jetzt keine so echten Langzeitfolgen im Sinne bleibenden Schäden, die uns bekannt sind. Es gibt dann auch andere Substanzen, die in Europa nicht zugelassen sind. Eben eine Nachfolge von diesem generischen Enzytabin, Tenofovir, Dizproxil.
führen wir eine Studie durch, die läuft jetzt fast 5 Jahre auf der ganzen Welt mit über 5000 Teilnehmern. Auch da wissen wir, würde gut funktionieren, gibt auch nach 5 Jahren keine Sicherheitsbedenken. Gut für dieses neue Medikament, das ich gezeigt habe, das Cabotegravir, wie gesagt, in Deutschland nicht zugelassen, bislang in der Europäischen Union. Das kennt man jetzt doch auch schon ein paar Jahre. Auch da weiß man, es wird relativ gut vertragen. Und ganz kurz Nachfrage noch, man ist aber umgekehrt auch nicht empfänglicher im Anschluss daran als vor dem Einstiegspunkt. Also es ist nicht so, dass dahingehend so eine Rebound-Effekt quasi. Ja, also wahrscheinlich halt höchstens aus Gewohnheitsgründen. Wenn ich weiß, ich habe 20 Jahre kondomlosen Sex unter PrEP und ich muss wieder ein Kondom verwenden, das ist schon ein erhöhtes Risiko, klar, auf Verhaltensebene, aber nicht, aber nicht körperlich. Danke. Ich habe eine Frage zur Vorsorge, also was kann ich selber machen? Ich habe jetzt für mich mitgenommen, gut ist eine PrEP, gut ist ein Kondom, gut ist bestimmte Impfungen, gut ist verschiedene Orte zum Verweilen, Berlin, Gran Canaria und bestimmte Events. Ich muss Berlin scheint gefährlich zu sein. Kloster, aber was gibt es darüber raus? Also was ist so eine Faustregel, was kann ich für mich selber tun? Also ich glaube, das Wichtigste bezüglich HIV ist halt wirklich klar. Das Zweite ist, ob man jetzt Screening machen möchte oder zumindest eine frühe Therapie, also eine frühe diagnostische Abklärung kann man in jedem Fall auch machen. Das Thema der Impfungen für Gonokokken und so, das besprechen wir, also muss man halt noch genauer klären, ob das funktioniert. Und alle anderen Ansätze, Thema HIV-Impfung und was es da sonst so gibt, das ist, würde ich sagen, in Untersuchung. Jetzt kann man sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Ich finde, wir haben ganz schön viel erreicht. Ne? Also müsste ich mal noch vor 10 Jahren zurückversetzen und sagen kann, kondomlosen Verkehr heute zu haben, auch anonym, ist nicht mehr mit einem Risiko von einer HIV-Infektion assoziiert, wäre undenkbar gewesen, das ist ein gigantischer Fortschritt. Wir müssen ein bisschen daran arbeiten, dass das auch noch weitergeht für alles andere. Aber ich bin auch, das wollte ich vorhin sagen, ich weiß auch gar nicht, ob diese Wertedichotomisierung unbedingt hilfreich ist. Man muss ja auch nicht unbedingt sagen, was kann ich jetzt noch tun, um es zu verhindern. Man könnte ja auch sagen, okay, ich weiß, ich habe halt mit wechselnden auch anonymen Partnern im Party- oder im Darkroom-Setting Verkehr. Ich weiß, ich habe ein erhöhtes Risiko, also gehe ich halt auch entsprechend häufiger zum Screening, sei es Selbsttest, Schwerpunktpraxen, wie auch immer. Ich glaube, das macht schon Sinn. Jetzt haben wir das Thema, ja. Eine Frage der Impfung hört sich ja an bei den Gonokokken, als ob momentan im Wesentlichen dieser Meningokokken-Impfstoff ein bisschen modifiziert wird. Ist da irgendwelche Ansätze da mal, für die Gonokokken selber direkt was zu entwickeln, das müsste doch eigentlich besser funktionieren, oder? Ja, also das ist wieder erst gemacht. Man hat zufällig gesehen, dass wenn man Meningokokken impft, Gonokokken weniger auftreten, dann ist man dem nochmal nachgegangen. Und die Impfstoffe, die jetzt in klinische Prüfungen gehen, die sind so modifiziert, dass sie besser auch in Gonokokken passen. Die Frage ist halt, gelingt es, sterile Immunität gegen Gonokokken aufzubauen? Das ist immer die Frage, die es da gibt. Das werden wir erst in der Studie sehen. Also ist nur die Wahrscheinlichkeit der symptomatischen Infektion niedrig, oder wird sie vollständig verhindert? So ein Alles-oder-Nichts-Prinzip gibt es in der Medizin einfach super selten. Leider. Bei Syphilis hat man ja immer gesagt, Penicillin funktioniert. Da inzwischen auch Resistenzen? Nee, zum Glück nicht. Das ist gut. Deswegen, Syphilis ist ein bisschen verrückt, aber dieser Erreger scheint offensichtlich sich sehr schwer zu tun, gegen Penicillin resistent zu werden. Deswegen retardiert das Penicillin, die beliebte Spritze funktioniert nach wie vor ganz gut. Gibt weltweit keine Resistenzen. Das ist ein super Schmalspur-Penicillin. Das ist übrigens natürlich auch der Grund, weshalb die ein oder andere Erkrankung, wir erinnern uns an die Studie, wo ich gesagt habe, Screening von asymptomatischen, ne? Häufig gibt es halt dann doch vom Hausarzt, oder warum auch immer, ein Antibiotikum, was dann zufällig auch die anderen Probleme mit abfängt. Das sehen wir gerade bei Syphilis, weil die heilt typischerweise nicht so richtig von alleine aus. Das kommt mal vor, aber ist eher selten. Manchmal sehen wir doch einfach Seronarben, die da gar nicht erinnerlich waren, weil man vielleicht Symptome hatte, die nicht so richtig zugeordnet waren. Ne? Also Wochenende haben wir auch einen Patienten in der Notaufnahme gesehen, der kam prima mit Kopfschmerzen und so. Ja, fraglich, bisschen Symptomen einer Lungenentzündung. Schlussendlich in der Lunge war alles in Ordnung, im Blut eigentlich mehr oder weniger ein bisschen Entzündungszeichen. Aber was halt hochpositiv war, war seine Syphilis-Serologie. Also
und Kopfschmerzen können mit der Syphilis auch mal einhergehen. Beweisen kann man es am Ende nicht, was da Henne und Ei ist, aber hat halt ein Antibiotikum gekriegt aus der Klasse, der auch gegen die, gegen die Treponin wirksam Antibiotika. Die kommen dann ja vor allem im Primärstadium dann mit. Ja, also so richtig primäre noetische Infektionen sehen wir gar nicht so häufig. Das ist ja ganz klassische Schanker. Ne? Also wenn der im Penis ist, dann sieht man den schön, tut nicht weh, ist aber einfach nicht schön anzuschauen. Wenn der natürlich irgendwo im Rektum, im Enddarm ist, dann sieht man den halt nicht und der ist auch schmerzlos. Insofern, der verschwindet außerdem wieder. Das ist ja ganz viele Patienten haben verständlicherweise nicht unbedingt Lust, immer zum Arzt zu gehen. Das ist ja auch mit Aufwand verbehaftet. Man muss dann einen Termin machen und so. Und dann geht es ja auch von alleine wieder weg. Insofern, genau, scheinbar. Und dann bleibt es halt. Also, das hat ja schon so seinen Grund, weshalb da wieder Symptome kommen. Bei Syphilis ist es wirklich so, wir sehen sehr, sehr viele Infektionen. Und mehr als 2/3 davon immer asymptomatisch. Also wir screenen relativ hart wirklich jeden, weil wir wissen, unsymptomatisch kann das eine Erkrankung sein, die zum Tode führen kann, bis heute. Ne? Wenn man da jetzt so in präventiven Gedanken geht, was würde dir da als erstes einfallen? Syphilis, jemand hat Angst, sich da anzustecken. Du hast vorher schon gesagt, durch kondomlosen Sex wurde das verstärkt. Infektionszahlen, kann man da sagen, da kann man eigentlich gar nichts machen? Oder? Ja, doch. Also bei Syphilis ist es schon so, dass das Kondome das Risiko relativ reduzieren. Ne? Nicht auf null, aber sie reduzieren das Risiko, weil man braucht, es gibt noch in der Infektiologie die sogenannte infektiöse Dosis. Also der alleinige Kontakt mit dem Erreger reicht nicht. Man braucht so bestimmte Mengen. Und bei Syphilis gilt, wie auch bei den Affenpox, in diesem Schanker, also diesem Geschwür, da sind halt wahnsinnig viele Bakterien drin. Die sind super infektiös. Ne? Da reicht auch Schmierinfektion, da muss man nicht unbedingt Oral- oder Analverkehr haben, um sich da zu infizieren. Aber das gilt natürlich später dann nicht, wenn der Erreger irgendwie im Körper ist. Vielleicht am Ende der Veranstaltung noch eine kleine Frage. Ach, noch. Bitte. Danke. Jetzt hast du schon gemeint, dass es bei manchen Tests auch Stolpersteine gibt. Bei den HIV-Tests gibt es auch unterschiedliche Testverfahren. Es gibt Berichte, dass bei dem zweistufigen Test häufig ein positiver, also false-positiver Test vorliegt, obwohl bei dem anderen Testverfahren der Virus das vielleicht null ist. Kennst du solche Fälle auch bei deinen Patienten? Woher kommt das? Hat das irgendwie Auswirkungen? Ja, das ist eine exzellente Frage und ist in der PrEP halt häufig geworden. Also Tests haben seit der Pandemie, muss man sagen, hat ja jeder so ein bisschen was gelernt und diese Tests haben die sogenannte Empfindlichkeit, die Sensitivität und die Wahrscheinlichkeit, dass sie richtig positiv sind, die Spezifität. Und man kann daraus dann die positive und negative Prädiktionswahrscheinlichkeit errechnen. Also wie wahrscheinlich ist es, dass der Test jetzt seine Infektion anzeigt oder nicht? Und das hängt ganz stark von der sogenannten Hintergrundwahrscheinlichkeit der Infektion ab. Also wenn ich, mache jetzt mal ein Beispiel, wenn ich 1000 Bewohner im Attersheim teste, dann wird einer davon einen positiven HIV-Suchtest haben, weil die Sensitivität ist so um 99,9%. Aber von diesem einen, Spezifität ist nämlich meistens nur bei 96%, andersrum. Empfindlichkeit ist sehr gut, Spezifität 96%, das heißt also, da sind welche drunter, die scheinbar infiziert sind. Und deswegen gibt es diesen zweistufigen Test, weil der Suchtest ist so gemacht, dass er möglichst empfindlich ist. Das heißt, der testet oder der schlägt sehr, sehr früh an. Aber der kann die Infektion nicht ausschließen. Dafür ist er nicht so gut gemacht, sondern der soll ja möglichst jede finden. Und dann hat man diesen zweistufigen Test, dass man dann eben nachbaut und sagt, gut, man guckt, ist der Erreger wirklich da oder in einem anderen Verfahren die einzelnen Antikörper nachweist. Und jetzt zurück zur PrEP. Also wenn da 1000 Leute gescreent werden, dann sind da eben ein paar drunter, die haben plötzlich einen falsch positiven Test. Und wir sehen das tatsächlich immer mal wieder, weil diese Patienten danach zu uns verwiesen werden, mit der Bitte um Abklärung. Und was ganz häufig der Fall ist, ist zum Beispiel, dass irgendeine andere Infektionserkrankung, wie eine Syphilis, dabei war, die vorübergehend zur generellen Immunaktivierung geführt hat. Die macht dann ganz kleine Signale in diesen Tests. Also wir geben das nicht aus, wir geben nach außen nur Ja, Nein aus, aber wir sehen ja, wie hoch sozusagen dieser Test positiv ist. Das ist eher niedrig oder eher hoch positiv.
Wir sehen dann, es sind meist niedrig positive Tests in verschiedenen Verfahren, aber wir finden halt keinen HIV direkt im Blut. Es ist auch für uns echt gar nicht so leicht zu differenzieren, weil das, die Abwesenheit von HIV im Blut heißt nicht unbedingt, dass sicher keine Infektion da ist. Man muss sich das dann über eine gewisse Zeit anschauen. Zum Glück ist meist so, dass diese falsch positiven Teste verschwinden. Nach einem halben Jahr, die sind dann im gleichen Testverfahren negativ. Was manchmal hilft, ist, dass man einfach die Plattform wechselt. Also wir Labore, oder die Labore haben ja unterschiedliche Testplattformen. Wir haben eine andere vielleicht als hier das MVZ am Goetheplatz. Und das hilft manchmal auch. Zur Not muss man halt im Referenzzentrum dann 4, 5 Verfahren gleichzeitig laufen lassen und gucken, was da rauskommt. Also ich sage mal, für den Patienten können wir es praktisch immer klären. Es ist manchmal ein bisschen knifflig. Haben wir noch Fragen im Publikum? Wenn nicht, bleibe ich auch ein Bild. Dann würde ich am Ende hin gerne nochmal das Thema Hepatitis ansprechen. Das kam jetzt vorher nicht vor, aber es ist deshalb, weil wir machen ja hier auch unsere Testabende und da wird auf A, B, C getestet. Und ich glaube, eine Rolle spielt vor allem bei MSMB. Was würdest du da sagen? Ja, ich würde sagen, kommt drauf an. Ne? Also Hepatitis C spielt dann für diejenigen eine Rolle, ja, die einen anderen Substanzgebrauch haben oder die halt sehr invasive Sexualpraktiken wie Fisting und so. Also Blut ist Hepatitis C ganz klar der Übertragungsvektor. Hepatitis A, ich sag mal, wundere ich mich, dass ihr bei asymptomatischen screent, weil es macht so die klassische Erkrankung, die man früher nach Muschel essen oder halt auch nach fäkal-oralen Sexualkontakt bekommen kann. Hepatitisches Krankheitsbild, dunkler Urin, heller Stuhl, Leberentzündung, gelbe Augen. Das geht vorbei, ist eine akute Erkrankung, verschwindet, gibt regelmäßig Ausbrüche bei schwulen Männern, deswegen klare Empfehlung, sollte jeder geimpft sein. Nochmal gucken, Hepatitis A. Bezüglich Hepatitis B, wir haben in Deutschland vorhin ja gezeigt, zum Glück Inzidenzen unter 5 pro 100.000 Einwohner, spielt keine so große Rolle, aber egal, ob mit HIV lebend oder HIV-Prävention oder einfach nur ein schwuler Mann, also schwule Männer sollten Hepatitis A und B geimpft sein und auch solche, die nur gelegentlich Kontakte mit Männern haben, also Bisexuelle. Sollen die auch gefischt werden nach 10 Jahren oder nach Scheiden sich die Geister, also da kommt drauf an, wo man wohnt. Also grundsätzlich gibt bei der Hepatitis A, B Kombi-Impfung dreimal eine Impfung, also nach 0, also zum Zeitpunkt 0, nach 4 Wochen und dann nach einem halben Jahr. Hepatitis A selbst, wenn man es isoliert impft, wird nur zweimal geimpft, weil die Dosiszusammensetzung des Impfstoffs dann anders ist. Jetzt ist die Frage, wann impft man nach? Also in der Allgemeinbevölkerung sagt man gar nicht. Bei Hochrisikogruppen wie homo- und bisexuellen Männern oder Angehörigen des Gesundheitswesens kann man nach 10 Jahren im Prinzip pragmatisch nachimpfen. Das gäbe die STIKO her. Man kann auch die Titer kontrollieren, da kommt es drauf an. Also in Deutschland empfehlen wir bei Titer unter 100 eine Auffrischung. In den USA erst bei Titer unter 10. Ich würde sagen, im Zweifel so richtig zu viel impfen kann man nicht, wenn man jetzt einmal eine Impfung in 10 Jahren macht, aber wahrscheinlich braucht es auch nicht in jedem Fall. Also eigentlich ist die Grundregel so, es wird dreimal geimpft. Das Zeitfenster muss da aber auch nicht unterbrochen werden. Man kann nicht sagen, auch jetzt zweimal, dann ist schon ein gewisser Schutz da, sondern das muss dann wirklich durchgezogen. Also was wichtig ist, ist diese sogenannte B-Zell-Priming. Also was macht man? Man spritzt diese Antigene, also diese Erregerbestandteile, in bestimmten Abständen, weil man halt weiß, so lässt sich unser Immunsystem am besten trainieren. Also so werden am meisten Antikörper gebildet. Wenn man sich jetzt halt nur nach 0 und 4 Wochen impft, dann wird die Immunität nicht so stark sein, wenn man sich nach 0, 4 Wochen und nach 24, also in einem halben Jahr impft. Es ist auch nicht so, dass gar kein Schutz da ist, aber eine nicht vollständig abgeschlossene Impfung reicht nicht aus. Wer sich nicht ans Protokoll gehalten hat, also dann nach einem Dreivierteljahr merkt, oh, ich habe die dritte Impfung nicht geholt, jede Impfung zählt, das ist ein einfacher Grundsatz, dann einfach einmal nachimpfen und fertig. Also man muss dann nicht von vorne anfangen. Das gehört nicht ganz dazu, aber es gibt zum Beispiel Röteln. Damals gab es dann die zweite oder was auch immer Impfung nicht. Wie sieht es da aus? Also Masern, Mumps, Röteln gibt es nur als Kombinationsimpfstoff. Das ist so, dass man empfiehlt, alle Menschen sollten immunisiert sein, sofern sie nicht eine Erkrankung oder Infektion in der Kindheit hatten. Menschen, die die nach 1970 oder in den 80er Jahren geboren sind, die nur eine Impfung erhalten haben, ich glaube in den 80ern hat man nur eine verimpft, sollen einmal in ihrem Leben eine zweite erhalten.
das ist nicht so richtig vergnügungssteuerpflichtig, weil es eine Lebendimpfung ist, also kann relativ spürbare Impfnebenwirkungen machen, so wie Mpox beim einen oder anderen. Also Grundregel ist 2 Impfungen. Mhm. Kinder werden heute so geimpft, wer in den 80ern geboren ist, nur eine hat, der sollte sich einmal eine zweite abholen. Da geht es vor allem auch um die Masernimmunität, weil Masern eigentlich eine nur im Menschen vorkommende Erkrankung sind, die längst ausgerottet sein könnten, wenn wir brauchbare Impfraten hätten. Wie sieht es mit einer Impfung für die Hepatitis C aus? Ja, einfache Antwort, schlecht zwischen keine. Und die sämtlichen Versuche sind auch aufgegeben worden, weil wir haben heute exzellente Therapiemöglichkeiten. Und es läuft immer noch eine Studie auch zur Behandlung der akuten Hepatitis C. Wenn das für den einen oder anderen relevant ist, kann man heute exzellent gut behandeln. Spielt, also ich will nicht sagen, keine Rolle mehr, aber ist sehr gut managebar. Dann geht es eher um Screening, dass die Gruppen, die eben da sehr betroffen sind, eben Drogengebraucher, ja, nicht nur, auch Männer sollten sich schon mal gelegentlich auch HCV untersuchen lassen, weil jetzt komme ich, wahrscheinlich werde ich danach ja aus der Community exkulpiert, aber also auch gerade, wenn man halt anonyme Sexualkontakte hat, weil Hepatitis C ist schon ein Virus, das extrem umweltinert, also das lebt auch wochenlang unter der Türklinke, wenn man so will, und natürlich ist das prädestiniert für so Schmierinfektionen. Man braucht eine gewisse infektiöse Dosis, aber es gibt häufig immer wieder Clusterausbrüche. Das heißt, einer schleppt es halt ein und dann sind da irgendwie 20 Partner beteiligt gewesen und infizieren sich. Das ist keine Seltenheit. Deswegen, das Screening schadet nie. Also, sag mal, wer ein erfülltes Sexualleben führt mit wechselnden Partnern, der kann da ab und zu sicher mal nach der Testung verlangen. Wir screenen in der Regel mindestens einmal im Jahr. Wir machen auch die Hepatitis C. Ist hier ja, super. Nur ganz kurz, damit es nicht zu weit ausufert von den vielen Impfmöglichkeiten, die man, weil Sie gerade auch andere noch anschauen. Die Gürtelrose wird doch auch so wahnsinnig zurzeit beworben als unglaublich unumgänglich und wichtig. Wie ist denn das in unserer Interaktion zu werden? Sie machen da eine Sprechstunde. Das ist kein Problem. Also war jetzt ja der Zoster. Gürtelrose ist ein Herpesvirus, man infiziert sich in der Regel in der Kindheit, deswegen Windpocken impfen kann man wirklich nur Kinder, wir sind wahrscheinlich alle längst infiziert gewesen, also ich ganz sicher. Dieses Virus kann dann, wenn das Immunsystem nicht mehr ganz gut funktioniert, entlang der Nervenbahn zurückwandert und da macht es diese deswegen typischen Gürtelrosen ähnliche Veränderungen. Warum heißt es Gürtelrose? Weil dieses Nervengebiet innerviert irgendwie einen Teil, also das sind so einzelne Teile und genau daran verbreitet sich das extrem schmerzhaft. Die Gürtelrose-Impfung soll genau das verhindern und das tut sie auch, dass sie diese sogenannte Zosterneuralgie verhindert. Also wer das mal hatte, der weiß, gigantisch schmerzhaft und bei manchen Menschen bleibt es halt aufgrund der Nervenirritation wirklich auch lebenslang. Genau das soll sie verhindern. Empfehlung ist für Menschen in Deutschland ab dem 60. für Menschen mit HIV ab dem 50. Lebensjahr sind 2 Impfungen. Und wir haben es nicht schon inklusive mit irgendwelchen anderen Impfungen, dass man sagt, da ist es schon abgedeckt. Wie weit würden die 2 Impfungen aus? Weil es, wie gesagt, gab da eine Zeit, wo es nicht war. Ja, wie gesagt, jede Impfung zählt. Also wenn die erste gemacht wurde, die zweite einfach so schnell wie möglich nachholen. Also auch 8 Monate oder sowas. Ja, ja. Völlig okay. Jede Impfung zählt, sagt der Stegmann. Wo siehst du uns in 5 bis 10 Jahren bei HIV? Prognose. Der Glaskugel. Ich würde sagen, wir haben gute Behandlungsfortschritte erreicht. Wir haben leider das Problem, dass wir in Deutschland immer noch 2000 HIV-Neuinfektionen haben, von 3000 kommend. Das kann uns nicht zufrieden machen. Deutschland ist auch unser größtes Problem bei der Erreichung der WHO-Gesundheitsziele. Dass es halt so viele unentdeckte Infektionen, also über 10% aller Gesamtinfektionen wahrscheinlich gibt. Die Schwierigkeit ist, es sind halt nicht nur 82 Millionen Deutsche, sondern gerade jetzt während des Ukraine-Kriegs haben wir 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen in Deutschland, die eine sehr, sehr viel höhere HIV-Inzidenzrate haben. Man erreicht, sagen wir mal, die Zielgruppe der homo- und bisexuellen Männer ja fast am einfachsten für Prävention. Aber Drogengebrauchende und Migranten bzw. Herkunftsprovalenzländer sind halt mit verhältnismäßigen Mitteln sehr, sehr viel schwieriger zu erreichen. Das macht es uns heute sehr schwer. Man darf ja, glaube ich, nicht vergessen, dass es einfach nicht ein Problem der Community ist. Also insofern, ich glaube, wir werden noch ein paar weitere Fortschritte machen. Vielleicht gibt es bis dahin so Therapien, die man halbjährlich macht.
alles gut geht, werden wir demnächst auch nochmal an der Cure-Studie teilnehmen. Dem Ansatz nochmal wirklich strukturiert in einem sehr, sehr aufwendigen Programm dem Thema Heilung nachzugehen. Ich würde es mir ja wünschen, aber ich bin auch sehr sorgsam mit dieser Glaskugel zu sagen, wir haben es in 5 Jahren geschafft, nur das glaube ich nämlich nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Informationen, für den interessanten Vortrag und wünsche dir alles, alles Gute für deine wertvolle Arbeit. Ganz herzlichen Dank. Ich sage vielen Dank. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank auch an das Publikum für die vielen Fragen, ja, das für das super, Interesse. Ja. Vielen Dank. Hat es mir auch ein bisschen angenehmer gemacht, wenn man das monotonisieren muss. Haben wir noch was für dich? Kleinigkeit.